Hallihallo. Hallo. Grüß Herzlich dich. willkommen zum heutigen Süßigkeitentest. Michi, grüß dich, Black Demon. Black Red Demon. Grüß dich, Sloan. Fifi auch das erste Mal am Chatten dabei. Grüß dich. Jo, wir haben heute wieder was Schönes für euch. Was hier leider letztes Mal ausgefallen ist. Genau. Aber jetzt sind wir soweit, kanadische Süßigkeiten zu testen. Endlich. Ja, haben wir jetzt lange drauf gewartet, wirklich. Habt ihr ja auch lange drauf gewartet. Und wir haben uns jetzt hier schon gerade mit was eingestimmt, beziehungsweise ist schon vorbereitet. Was erwartet uns hier gerade? Wir grüßen auf jeden Fall Emine. Schön, dass du da bist, Delay. Was ist das? Ja, das bereiten wir gerade zu. Das ist, das werden wir dann zwischendrin mal testen. Warte mal, ist die Kamera schon da? Ich mach die Kamera jetzt an. So. Wir haben schon mal hier einen Inuit-Tee. Und zwar von Inuit. Northern Delights. Inuit Herbal Tea. Das ist natürlich geil. Mit der Arctic Blend Number 5. Das ist, glaube ich, nicht so richtig scharf. Na, jetzt. So. Das ist natürlich geil. Ja. Der roch auch richtig gut, als ich den gerade mir reingemacht habe in die Tasse. Ja, und was ich da ganz spannend fand, den habe ich nämlich, ich weiß nicht, ob man das da jetzt sehen kann, ob das scharf stellt. Aber was ganz witzig dabei noch ist, oder sagen wir mal unique, ist, dass es tatsächlich auch noch auf der Inuit-Sprache mit den Schriftzeichen verfasst wurde. Das hatte ich vorher noch nicht so gesehen. Da ich ja jetzt auch nicht da oben war, sondern ja weiter unten. Aber es war so ein allgemeiner Native American Shop, der das verkauft hat. Sehr zimtig. Riecht es. Und schon weihnachtlich, ne? Ja, es hat auf jeden Fall einen weihnachtlichen Kräuterflair. Mhm. Ja, heute mal wieder ganz entspannt Süßigkeiten konsumieren. Die Tafel steht schon bereit. Habe ich wieder Lust drauf. Ja, hab ich schon nicht mehr gemacht. Ich auf jeden Fall auch. Rutsch gerne noch ein kleines Stückchen rüber. Ja, so ist doch gut, das ist doch gut. Wollen wir mal auspacken, was wir hier haben, was du ein schönes mitgebracht hast. Ich weiß es nämlich nicht. Du weißt es natürlich, du musstest es ja kaufen. Vielleicht ist es auch am besten, wenn du kannst ja auch einfach reingreifen. Ja. Wollen wir alles vor, weil wir alles vorstellen, ist vielleicht auch so ein. Okay. Nimmt schon so ein bisschen. Ne, das stimmt. Schon so ein bisschen weg und dann testen wir. Dann lege ich mir die hier durch. So hin. Dann lege ich mir hier die oben hin. Dann greife ich einfach mal ja, rein, oder? Das ist eine gute Idee. Muss dann nur, wenn wir zwei von was brauchen. Muss ich dann kramen? Ja, dann musst du kramen. Hast du das eine, was ich hier gerade gesehen habe, noch reingetan auch? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Wollen wir noch mal kurz gucken, ob wir irgendwie eine besondere Kategorie machen oder so? Letztes Mal hatten wir wunderschön natürlich Dame, lohnt sich und Punkte. Das waren ja zu den amerikanischen Süßigkeiten, oder? Mhm. Können wir auch bei bleiben, oder? Müssen wir, glaube ich, jetzt nichts mehr Besonderes machen. Vielleicht anstatt lohnt sich, könnten wir ein einzigartig machen. Einzigartig? Ja, das ist ja eigentlich, finde ich, das, was mich immer so abholt, wenn ich internationale Süßigkeiten teste, dann möchte ich irgendwie das Gefühl haben, ich habe jetzt gerade was probiert, was ich sonst so nicht bekomme. Mhm. Gibst du mir einmal hier dieses Tüchlein da, was da liegt? Das ist nicht von deiner Nase, oder? Nee, ich hatte damit Wasser weggewischt. Hervorragend. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, ob ihr bisher schon Kontakt zu kanadischen Süßigkeiten hattet. Oder ob das auch für euch eine ganz neue Erfahrung heute ist. Ich weiß ehrlich, also wenn ich vorher so drüber nachgedacht hatte, ich habe mich natürlich intensiv
Wie immer, wenn ich irgendwo hinreise, damit auseinandergesetzt, was muss man vor Ort an lokaler Küche probieren, was es vielleicht sonst nicht so gibt. Ich muss sagen, als ich das mit Kanada gemacht habe, war es etwas spärlich. Ich glaube, geht dieser Stift da drauf? Ich habe jetzt den anderen Stift nicht gefunden, aber das geht. Das habe ich kurz ausprobiert. Das geht auch wieder weg. Sehr gut. Hochprofessionell hier. Können uns gerne auch über Kofi unterstützen, dann kriegen wir vielleicht auch wieder einen schwarzen Stift. aber braun passt auch ab uns absolut. Braun wie die endlosen Wälder Kanadas. Ja, da muss ich sagen, als ich mich am Anfang damit auseinandergesetzt habe, da findet man gar nicht so viel, was jetzt explizit kanadisch ist. Und mit Süßigkeiten war es dann auch fast noch schwieriger. Aber ich habe wirklich, so gut ich konnte, alles zusammengesucht, was wirklich auch aus Kanada stammt, in Kanada produziert wird. Das war mir eben wichtig, dass ich jetzt nicht, weil man kriegt natürlich sehr viel US-amerikanische Süßigkeiten da. Und ich habe halt wirklich versucht, das zu finden, was es jetzt nicht in einem anderen Land, also was es vielleicht im anderen Land natürlich angeboten bekommt, aber was aus Kanada stammt, was in Kanada erfunden wurde, was in Kanada produziert wurde. Okay. Da muss man aber auch dazu sagen, das machen die Kanadier einem manchmal sehr leicht, weil sie sehr groß immer an den Regalen dann je nach Supermarkt draufhauen, produced in Canada. Da waren dann auch so Sachen wie Nestle-Süßigkeiten, also einfach so die ganzen 0815-Sachen, aber dann eben proudly packed in Canada. Ah. Also dass alles zusammen in Karton gepackt wurde. Okay, okay. Aber sonst kann das schon manchmal auch einem helfen. Gut, dann würde ich sagen, ich habe auch Bock auf was Süßes noch. Ja, also ich habe auch mich heute von Süßigkeiten größtenteils ferngehalten oder süßen Sachen. Das wäre auch noch die Vorwegfrage von Gringo. Was hatten wir vorher? Döner. Ja, Döner. Von Döner gibt es auch in Kanada, oder? Neuen Dönermann. Tatsächlich, da kann man jetzt einmal grüßen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt sagen davon. Du kannst ja so M. oder ja, D. oder so. Okay, dann Grüße gehen auf jeden Fall an S. beziehungsweise B. in der Kurzversion und L. aus Quebec raus. Da habe ich tatsächlich in Kanada einmal Döner probiert, weil die liebe L. nämlich so lief war, einen Abend Poutine für alle zu holen und unter anderem dann auch mit einem Döner zurückkam. Und ja, den hatte ich dann auch probiert und es war tatsächlich ziemlich in Ordnung. Also es schmeckte irgendwie anders. Es schmeckte, ich weiß gar nicht mehr, was ich den Abend gesagt habe. Wir haben den Abend auch ein bisschen was getrunken. Ich glaube, ich fand, es schmeckte ein wenig gegrillter, das Fleisch. Aber okay. Sonst war es tatsächlich echt in Ordnung für das, was ich sonst erwartet habe. Gut, wissen wir also auch, dass es Döner in vernünftiger Form in Kanada gibt. Schauen wir mal, was es für eine erste Süßigkeit wird. Oh. Fangen wir mit was Würzigem an, ne? Es ist vegan, wie mir scheint. Was ist das? Ja, tatsächlich. Ist das würzig? Ja, also. Also es kommen auch herzhafte Sachen. Tatsächlich, genau, es sind zwei herzhafte Sachen mit dabei und ich kann auch schon mal sagen, es sind auch auf jeden Fall zwei vegane Sachen dabei. Und unter anderem das habe ich in einem veganen, queeren Supermarkt in Waterloo Kitchener erworben. Okay. Der so gestylt war, auch mit so eigenem Merch, nach einem, ist das deutsche Wort dafür nochmal, Witches Coven, Hexenzirkel, genau. Ah, okay. Es hieß, glaube ich, auch irgendwie so in die Richtung. Und ja, da habe ich dann auch dieses Jerky erworben, was eben dann auch selbst in diesem sehr links angehauchten Supermarkt mit Proudly Produced in Canada gekennzeichnet war. Also danke dafür immer, dass es mir zumindest manchmal etwas einfacher gemacht wurde. Also es war ziemlich viel Recherchearbeit bei manchen Sachen. Ich dachte, Hickory klang auch so, als wäre es
Ein bisschen Hillbilly-mäßig, oder? Oh, das klingt das riecht sehr, so, so. Das riecht so eine Mischung, das riecht so eine Mischung wie aus vielleicht. Barbecue und, und wie der Tee. Und wie der Tee, den wir gerade trinken. Das ist so gut, das zeigt, dass es authentisch ist. Das sieht auch tatsächlich nach was aus, wo es gut sein kann, dass wir uns danach nochmal kurz die Hände abputzen müssen. Ich meine, das hat auch, glaube ich, so eine Folie. Ah, nee, das ist so ein. Wahrscheinlich so ein Feuchthalter. So ein Feuchthalte-Pad, ja. Oder ist das noch so eine Soße, die man sich da drauf gibt? Ich denke mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Das, warte mal, ich mach mal die Tücher. Don't microwave. Da steht don't microwave, don't eat. Okay, don't eat. Ja, dann, da halten wir es auch besser mal dran. Ich mach mal ein bisschen was hier auf den Teller. Beziehungsweise alles. Das war jetzt der gesamte Packungsinhalt. Wirklich? Ja, ja. Oh, ich, das, das war bestimmt arschteuer. Ja, ich glaube schon, dass das... Oh, ich glaube, dass ich hatte... Okay, es ist am 10. November. Ah nee, 2025. Das ist noch ein bisschen Haltbarkeit. Das soll man ja mit in die noch zu kolonisierenden Gebiete, sagen wir es mal, politisch ausgedrückt, mitnehmen. Wie feucht ist das? Okay. Ja, ich probieren wir es einfach mal, ne? Ja. Ich glaube, ich bin in das Mikrofon gekommen, jetzt riecht das aus. Ne? Das ist aber. What the fuck? Was ist das? Nach den Worten. Das Dritten Reich ist zu sagen, das ist heavy leder. Ja. Junge, was ist das? Aber von den ersten Bissen war es auch hart wie Kruppstahl. Ich hoffe, es macht mir keinen Flinken wie ein Windhund. Scheiße. Das war ja ein toller Einstieg jetzt hier schon. Was ist das, Junge? Jetzt schmeckt es so ein bisschen wie Papier im Mund mittlerweile. Ah. Also geschmacklich ist es noch in dem Bereich des Erträglichen, aber die Konsistenz ist ja vogelwild. Geschmacklich ist es mir aber auch zu sehr einfach an so eine... Also ich finde, der Geschmack ist wirklich so eine Mischung aus 0815 Barbecue-Soße und Hela-Gewürz-Ketchup. Mhm. Aber nicht so gut, wie man es sich vorstellt, weil Hela-Gewürz-Ketchup natürlich absolut integral für deutsche Küche ist, aber und auch ein sehr guter Teil davon. Ja, wie du gesagt hast, geschmacklich durchschnittlich, aber konsistenztechnisch. Aber vielleicht muss man ja auch sagen, dass es damit auch viel Beef Jerky ganz gut trifft. Stimmt, das soll ja. Weil ich finde, Beef Jerky hat auch häufig wirklich eine richtig räudige Konsistenz und schmeckt auch häufig recht räudig. Stimmt, jetzt wo du sagst, kommt das schon nah da dran, aber irgendwie halt nicht geil nah da dran. Nee, ich finde nur, man muss das wirklich auch in dem Kontext von Beef Jerky natürlich sehen. Und da bin ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wie meine sonstigen Erfahrungen mit gerade Jack Links Beef Jerky waren, weiß nicht. Das ist schon eine ziemlich gute Imitation davon. Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Wenn man es mag, ne? Also, das ist ja wirklich was, darauf muss man stehen. Mhm. Gut, dann bewerten wir das mal. So, erstmal hier, ich schreibe mal einfach Jerky. Ich weiß ja nicht, ob du noch ein nicht veganes Jerky uns mitgebracht hast. Weißt du das schon? Ich schreibe das schon. Einfach erstmal Jerky auf jeden Fall. Okay, ist es einzigartig? Ich würde sagen, ja. Also bei einzigartig der Kategorie, die wir hier haben, das ist der Stift verflüssigt übrigens die Buchstaben, hervorragend, egal. Würde ich halt sagen, da machen wir dann ja, nein und vielleicht. Das ist irgendwie sowas dazwischen. Und da würde ich sehr klar sagen, ja, das ist schon ziemlich einzigartig.
Ja, und Nightmare, das basiert auf Sojaprotein. Okay. Ja. Nicht gentechnisch verändert. Würdest du mir da zustimmen mit ja? Einzigartig, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob ich schon veganes Beef Jerky in Deutschland gesehen habe. Ist mir zumindest noch nicht so aufgefallen. Gut, dann jetzt deine Punkte. Machen wir wie immer. 1 bis 10. Genau, 1 bis 10, 10 sehr gut, 1 sehr schlecht. Und dann ziehen wir von 3 runter, ne? Okay, ja. 3, 2, 1, 3. 3. Ja. Gut, das. 3 trifft's ziemlich gut. Ich würde mal sagen, jetzt müssen wir von dem Teller das restliche Noble Jerky runterbekommen. Mach das mal runter. Das war kein guter Start, aber es war herzhaft. Das ist ja schon mal gut. Man soll ja zuerst die herzhaften Sachen essen und dann die Süßigkeiten, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte schon ganz gerne, wenn das irgendwo in der Mitte mit unserem anderen Herzhaften kommt. Weißt du, dass man so einen kleinen Ausgleich erfährt. Okay. Ja, Ich bin ja das. so ein Salz und Süß abwechselnd als Mensch. Okay. Ich stelle das mal darüber. Ja. So, dann greife ich wieder in die Tüte und wir schauen, was als nächstes kommt. Ist auf jeden Fall nicht gut, jetzt schon aufzustoßen. Das stimmt. Reinigen wir mal. Ui. Sour Patch Kids Zombie. Das ist ja berühmt. Und die kommen dann wirklich aus Kanada und nicht aus USA oder was? Genau, da ist uns nämlich tatsächlich ein Fehler beim letzten Mal bei den US-amerikanischen Süßigkeiten unterlaufen. Es ist nämlich so, dass Sour Patch Kids eigentlich somit die bekannteste explizit kanadische Süßigkeit sind. Okay. Wurden in Kanada erfunden, werden auch heute noch in Kanada hergestellt. Und sind aber natürlich vor allem auch auf dem US-amerikanischen Markt sehr bekannt. Also Sachen, die ich beispielsweise da gesehen habe, die ich so vorher noch nicht gesehen habe, war auch Sour Patch Kids und oder ein Wodka-Mischgetränk in einer Dose mit Sour Patch Kid Geschmack. Aber ich konnte natürlich Getränke jetzt nicht mit rübernehmen, sonst hätte ich uns vielleicht noch ein schönes Rootbier eingepackt. Ja, und das war eben jetzt eine Halloween-Version der Sour Patch Kids. Nur noch ein paar auf den Teller. Jetzt noch mal ein paar. Mach mal einfach, dass wir beide hier probieren können. Ja, von jeder Sorte mindestens einen, ne? Ja. Das sind zwei Sorten. Ja. So wie sie auch da vorne als Frankensteins Monster und was soll das andere, das Orangene sein? Ist das Das auch. ist nicht genau Ist spezifiziert, würde wahrscheinlich ein ich sagen. Zombie, würde ich Ja, sagen. Zombie oder Aber Geist vielleicht auch. Eher Zombie, ja. gut. Ja. Dann kann das auch nochmal näher dran halten, dass man das vielleicht sieht. Also ich finde jetzt die Verkleidung der Sour Patch Kids jetzt nicht so stark ersichtlich. Also Ja, doch, vorne sieht man so ein bisschen die wirklich? Augen noch und so. Aber es ist halt im Naja. Prinzip einfach nur so eine grobe Umrissform, also. Also es ist ja schon so bei solchen Halloween-Versionen, wenn ich das auch so auf der Verpackung sehe, dann erwarte ich ja eigentlich, dass man das dann also dass man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, wie jetzt bei Haribo-Süßigkeiten. Mal gucken. Das soll ja geschmecken, ne? Mhm. Okay, sehr weich. Habe ich nicht erwartet. Nicht sonderlich sauer, finde ich. Wenn man die Sour Patch Kids Extreme vielleicht auch kennt, die sind ja sehr sauer. Ich muss sagen, ich bin ein großer Freund davon. Also ich mag die Sour Patch Kids Also es ist nicht eigentlich so ziemlich wie gerne.
wie Haribo jetzt als Vergleich, sondern es ist so weich. Genau. Und bleibt sehr lange im Mund. Und der, aber dieser Grund, dieser Fruchtgeschmack ist sehr viel intensiver dadurch, weil du hast dann eher so einen Brei irgendwann im Mund. Genau, es ist sehr chewy. Soll ich dir auch mal eins rüberreichen? Jetzt kommen wir zu Frankensteins Monster. Hier kann man ein bisschen irgendwie die Haare erkennen, aber... Also bei mir ist einfach auch nur so ein Viereck. Jetzt auch nicht so gelungen. In sehr unterschiedlichem Geschmack, die beiden Sorten. Finde ich auch sehr gelungen, von Farbe und Geschmack umgesetzt. Es gibt ja manchmal, dass man sich dann so ein bisschen denkt, das, so wie die Farbe jetzt ausschaut, habe ich mir den Geschmack nicht vorgestellt. Ja. Aber es hat wirklich genau das, was ich einmal diesen hellen Fruchtgeschmack möchte, wo es dann mehr in so einer, vielleicht jetzt Orangen, möglicherweise noch ein paar andere Zitrusfrüchte, diese Apfelsüße oder so geht bei einer Helle. Und hier bei dem Dunklen wirklich mehr in dieses Beerige. Natürlich jetzt nicht klar auseinanderzuhalten, weil häufig diese Fruchtaromen in den USA einfach auch so ein bisschen ballern und mehr in so eine allgemeine Fruchtrichtung gehen. Aber ich finde trotzdem sehr gut, dass man dieses helle Frucht, dunkle Frucht hier unterscheiden kann. Und sie sind beide lecker. Ja, so viel würde ich auch sagen. Also es ist... Man kann halt sagen, wenn das irgendwo sehr sauer, also wenn das sauer irgendwo draufsteht, dann erwartet man schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so sauer. Ja, das stimmt. Das, aber gut, so ganz leicht. Man muss ja dazu sagen, dass es auch eben diese anderen für den Geschmack dann gibt, ne? Wenn man explizit das richtig saure möchte. Ghost, ich bolt einer Kiste. So, ist es einzigartig? Würde ich sagen, eher nein. Ist jetzt nicht wirklich einzigartig. Also ich glaube, man bekommt auch schon vergleichbare Süßigkeiten, die jetzt irgendwie anders heißen, auch hier. Ich weiß jetzt nicht genau in der Geschmacksrichtung genau und so, das alles genauso in dieser Kombination, aber... Ja, ich würde tatsächlich zu einem vielleicht tendieren. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das absolut irgendwie so ein Knüller ist, dass man jetzt sagt, wow, ich muss unbedingt, was weiß ich, wie jetzt der Dubai-Schokoladentrend oder so, ich muss das unbedingt probieren, weil sonst kriege ich das genau so nicht irgendwo anders. Ja, aber es ist schon so, dass diese kleine Form mit dem Sauren und dieser Chewiness kenne ich halt so eigentlich nicht, dass alles zusammenkommt. Ja, wie viele Packungen hast du davon gegessen, während du in Kanada warst? Ich glaube, ich habe eine Packung Sour Patch Kids gegessen. Die habe ich mir so über die 6 Wochen und dann mal an irgendwie ein paar Abenden oder so. Okay. Eine Handvoll. Ich bin ja generell jetzt nicht so der krasseste Weingummi-Fan. So, aber, ja, ich auch nicht. Aber ja, dann lass uns mal werten, wie wir es fanden. 3, 2, 1, 8. Ach, du bewertest höher als ich. Ja, aber im Bereich der der, also im Bereich von, wenn ich jetzt nur bewerten würde, ja gut, wenn ich jetzt nur den Geschmack bewerten würde, dann würde ich tiefer gehen. Ich habe das jetzt bewertet im Kontext von... Nee, klar, das mache ich auch. Also für mich gibt es jetzt kein klassisches 10er Weingummi. Für mich wäre jetzt beispielsweise eine 9 die Himbeeren von Haribo. Das wäre für mich so eine 9 und da finde ich jetzt die, weil ich mag tatsächlich die sauren, die Sour Patch Kids Extreme ist das, glaube ich, da gibt es ja noch andere, jetzt lieber, aber also ich würde es auf jeden Fall generell empfehlen, wenn ihr mal irgendwo, ich glaube, teilweise gibt es die auch hier in Deutschland, bei Rossmann sogar, meine ich, halt in Standardversion natürlich, aber probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mal gucken, was sonst noch kommt. Vielleicht gehe ich die auch nochmal einen runter, je nachdem. Muss dann auch immer ein bisschen in der Wertung generell gucken. Frühe Bewertungen sind ja noch immer schwierig. Gut, was kommt als nächstes?
Es ist Beer Paws. Ja, die Bear Paws, das. Bear Paws, ja. Manchmal passiert mir das auch, dass ich immer Beard Paws sage. Das wäre dann Biertatze. So ein Hörnchen oder so? Nee, das ist. Oder machen wir es gleich. Mach es gleich mal auf, dann kannst du es noch drauflegen. Vielleicht dazu noch. Wo steht das denn hier? Das ist jetzt alles hier noch natürlich ASMR, ne? Genau, die sind tatsächlich die lokalste Süßigkeit, die ich finden konnte. Und zwar kommen die aus Cambridge. Brownies steht drauf. Genau. Brownie. Ja, aber das noch siehst du gleich das anders. Also die kommen aus Cambridge, das ist eine Nachbarstadt von Waterloo Kitchener, wo ich war, und wird manchmal eigentlich so als Teil von dieser vereinten Stadtkonglomeration da gesehen. Also das Lokalste, was ich gefunden habe, und die Supermärkte bei uns waren wirklich voll von Bear Paws. Und, be awesome today, steht drauf. du hast die sogar beispielsweise dann auch als Snack irgendwo mal so beibekommen. Dementsprechend. Ich öffne mal. Öffne sie mal. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, dass es ein schönes Exemplar ist. Irgendwie überlebt hat. Sehr schokoladig, ist ja auch Brownie, ja, klar. Das ist einfach so ein brauner Batzen. So ein schwarzer Batzen eher fast schon. Na, guck mal, die Sache ist ja die: Es hat fünf Finger oder fünf Finger Clown, beziehungsweise okay. Soll eine Bärentatze darstellen. Deswegen Bear Paws. Ah, ja, klar. Das heißt ja Bärentatze. Ich probiere das mal einfach so in der Mitte. Okay, es hat keine Füllung oder so, also es ist einfach nur. Genau, es ist einfach nur das Gebäck selber. Gibt es in ganz, ganz vielen Geschmacksvarianten. Ich hatte mich jetzt mal für das klassischste soll. Das riecht richtig gut. Und ich finde, ich hatte tatsächlich die Brownie-Version gar nicht vor Ort gegessen. Stark. Woran es mich erinnert, auf jeden Fall. Beim ersten Riechen, kennt ihr noch den Nesquik Snack, den es im Kühlregal gab? Den habe ich als Kind nämlich geliebt, diese Schnitte. Und das ist dieser gleiche Kakaogeschmack. Kakaogeruch. Vielleicht schmeckt es ja auch von Nesquik. Sieht saftig aus, halt mehr. Ist mal nicht so saftig. Aber auch nicht mega trocken, so irgendwas dazwischen. Genau, ist schon fester auf jeden Fall. Egal, muss eh saugen. Das war jetzt so Walking Window-Theorie. Ja. Wir wollen nicht wissen, was gleich passiert. Okay. Nesquik bestand doch aus mehreren Teilen, oder nicht? Genau, aus zwei schmalen. So sehr weichen Gebäckschichten und dann dieser Creme. Und das schmeckt nur wie dieses Gebäck. Ja. Schmeckt wie wie Nesquik, nur als eine, nur eine Zutat vom Nesquik. Absolut. Ich würde aber auch trotzdem sagen, ein bisschen weniger süß. Ja. Also tatsächlich in der Süße für das, was man erwartet, recht zurückhaltend. Das gefällt mir. Ja, Bold Anarchist, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Wie teuer ist so ein Ding? Ich hatte, die gab es glaube ich immer in 6er-Packung. Hiervon hatte dann die meisten meine Begleiterin Berivan über die Zeit gegessen, und von ihr hatte ich dann nämlich auch noch die Bear Paw in der Brownie-Version mitgenommen, und die haben immer im 6er-Pack, glaube ich, $3, sprich 2 Euro gekostet. Ja, so. Ist okay. Wobei die auch sehr häufig im Angebot waren, und dann hast du, glaube ich, für $1,79 oder so bekommen, was dann 1,20 Euro oder so, 1,10 Euro sind.
Also Bald Anarchist, das werden wir jetzt ja noch so ein bisschen herausfinden, ob alles so gottlos süß ist. Ich glaube, das hier war auf jeden Fall nicht so gottlos süß. Also das war tatsächlich sehr angenehm. Sehr, sehr im Rahmen. Ich würde sogar, ja. Ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt wirklich einen süßen Gebäcksnack erwarte, könnte es für mich sogar noch einen Tucken süßer sein. Ja. Das geht schon fast in die Richtung von, ich nehme das jetzt so irgendwo mit hin, wo ich jetzt nicht irgendwie auf dem Sofa was Süßes snacken will. Der Tee ist sehr lecker. Weiß nicht, ob wir den auch bewerten sollen. Ja, nicht, ne? Das glaube ich eher so. Das ist so ein Untermalung. Zusatz. Der ist sehr lecker, der Tee. Der kommt wirklich so sehr weihnachtlich, finde ich. Hm? Wobei auch noch irgend so ein Kraut, eines der Kräuter dabei ist. Oh ja, Nightmare. Eines der Kräuter im Tee kommt auf jeden Fall von hinten auch so richtig schön und gibt dem Ganzen einen ganz besonderen Kick. ASMR ist für heute auf jeden Fall, denke ich, die beste Sprechweise. Dann bewerten wir mal den Brownie. Ich schreibe mal einfach Bär. Ja, scheiße, es ist für dich was Einzigartiges, dieser Schokobär. Diese Schokotatze vom Bär. Meiner Meinung nach in dem Ganzen, was dabei ist. Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich jetzt auch überrascht, weil die Konsistenz in Kanada selber nochmal anders war. Okay. So weich, wie ich es vorher noch nie bei so einem Gebäck hatte. Aber ich finde auch einfach durch das ganze Design in dieser Bärentatze, ja, dass das so durchgezogen wird, auch wenn es natürlich nicht ganz einfach ist umzusetzen, ist das für mich einzigartig. Okay, also ich bin eher bei vielleicht, weil es mich schon sehr stark an Nesquik erinnert hat. Aber das ist auch schon, finde ich, trotzdem, ich fand auch immer den Nesquik-Snack sehr einzigartiger Kakaogeschmack. Dementsprechend, also ich bin auf jeden Fall bei einem Ja. Okay. Na gut. Dann die Punkte, mein Lieber, die Punkte. 3, 2, 1, 9. Ich find's richtig geil. Ich fand's wirklich richtig geil. Ich fand's richtig, richtig geil. Großer Bärbau-Fan. Yes. Aber ich mach den 8 von gerade nochmal runter, so wie ich es auch gerade schon meinte. Ich gehe auf 7 bei den Sour Patch. Bei mir. So. Weil die Bärs waren schon. Man schon deutlich geiler. Ich würde sagen, in dem Fall essen wir jetzt aber mal ein Sour Patch Kid als saures Bonbon. Für den heutigen Test. Okay, machen wir so. Und eine Kiste. Das ist ja dann schon auch, wenn man dann noch zusätzlich Süßigkeiten essen muss, das ist ja auch schon challenging. Wir können gleich noch. Wir machen gleich noch einmal Essen. Würde ich sagen, in. ASMR. ASMR, ja. Ja. Testo. Ja, und Bald Anarchist, du fragst Stanley Cup. Ja, tatsächlich habe ich mich. Es passt natürlich auch einfach sehr gut zum heutigen Kanada-Süßigkeiten-Test, aber ich habe mich auch einfach mit Stanley-Produkten eingedeckt, als ich dort war. Da man dort nämlich zwischen einem Drittel oder die Hälfte weniger als beim lokalen Preis bezahlt und ich jetzt endlich auch an den, beispielsweise an der juristischen Fakultät meiner Universität optisch mit den Leuten mithalten kann. Der Typ läuft nur noch mit dieser Kanne rum, ey. Nee, ich laufe tatsächlich eher mit meiner Wasserflasche davon rum, aber einen Tag war ich auch schon im Nachbarschaftsraum damit und es hat auf jeden Fall Aufsehen erregt. Ja.
Ich habe das gar nicht kommentiert. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist aber auf jeden Fall auch aufgefallen. Du hast schon so viel mit mir mitgemacht. Da gibt es keinen Kommentar mehr. Ja, das ist, das ist natürlich eine gute Frage. Was an der Kiste zählt das als Waffe? Also, wenn es gefüllt ist, hat es auf jeden Fall eine ordentliche Wucht dahinter, wenn du damit einen über die Rübe ziehst. Du kannst es ja auch voll gut greifen mit diesem riesigen Griff. Das kannst du schon so richtig durchs Gesicht ziehen. Ich muss aber dazu sagen, ne, ich habe mir den auch primär dann geholt, weil, okay, jetzt die Chance eben, hier kosten die Dinger ja zwischen 50 und 65, 70 Euro oder so teilweise, je nachdem, welchen Colorway man haben möchte. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich das jetzt auch, wenn ich da bin, dann hole ich den. Mussten den tatsächlich auch alles recht innovativ packen. Also die Süßigkeiten beispielsweise wurden zum großen Teil in diesen Thermosachen von Stanley dann befördert. Aber ich muss sagen, ich finde den hier für zu Hause praktisch. Aber solange man kein Auto mit einem großen Cupholder hat, würde ich mit dem Ding auch nicht großartig außerhalb unterwegs sein, weil ich finde es einfach unpraktisch, damit immer so rumgehen zu müssen. Du kannst ihn nicht in deine Tasche packen. Ja, aber trotzdem nett. Jetzt bist du Resell auf dem Deutschen. Ja, das ist die Scheiße, wir hatten nur einen Koffer, ne? Sonst hätte ich das wirklich direkt gemacht. So, was kommt als nächstes aus dem Beutel? Es ist wirklich noch einiges drin. Also, du hast da uns einiges mitgebracht. Ja. Was passiert jetzt? Etwas, was einfach in so einer, naja, gefährlich aussehenden Plastiktüte verpackt ist. Und einfach so vier so Brocken und dann noch einmal hier das Wappen. Jetzt kommt es raus, es ist Haschisch. Haschisch. Und 1,50 Dollar steht drauf. Ja, hier haben wir jetzt zwei in ein. Und zwar habe ich das in die Tüte zusammengepackt. Okay. Einmal kurz zur Erklärung, um was es sich hier handelt. Das hat echt ordentlich gelitten. Hol die Brückchen da mal raus. Die essen wir auf jeden Fall auch mit ASMR dann, würde ich sagen. Was machst du da? Boah, die sind geschimmelt. Wirklich? Ja, das schmeiß ich mal weg und wasche mir mal eben die Hände. Aber zeig noch mal eben dieses Kanada-Ding, zumindest dieses verschimmelte Kanada-Ding. Das hat's nicht überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich meine, die Sachen liegen natürlich jetzt auch hier schon ein paar Tage rum. Ich glaube, das wird uns Joshua gleich erzählen, was das war, was da vor unseren Augen das Zeitliche gesegnet hat. Ich vermute jetzt mal auch, was irgendwas enthält, was schimmeln kann, also irgendwas, etwas, was Milch oder so enthält. I don't know. Bei diesen Essenstests passieren immer die witzigsten Sachen. Aber dass irgendwas vergammelt ist, hatten wir bisher auch noch nicht. Aber auf mich wirkte das schon wie sowas Kauartiges, wie so ein Kaubonbon, so weichere Kaubonbons oder so, die dann vielleicht irgendwas Milchiges enthalten. Erzähl uns mal, Joshua, was ist das? Ja, das wäre einmal ein Ahornsirup. Süßigkeit von den Amish gewesen. Das war krass. Das in der Mitte. Oh. Nämlich ein Ahornblatt mit so einem recht festen Kaubonbon, also nicht so einem Kaubonbon, sondern kennst du das, wenn das wirklich so wie Zucker ist? Mhm. Wie so ein Zuckerwürfel. Von der Konsistenz her aus Ahornsirup, eben aus Ahornzucker gemacht.
Und das andere, was da rum war, war von einer kleinen lokalen Farm. Das hausgemachte Fudge, also Zucker mit Butter. Ja, Butter, das wird es wahrscheinlich dann gewesen sein, und, was da weggegammelt ist. Genau, aber mit Pumpkin Spice Geschmack. Hm. Pumpkin Spice da rein. Hattest du die Sachen ausprobiert? Ich habe das Pumpkin Spice auf jeden Fall ausprobiert. Und das fand ich sehr, sehr lecker. Aha. Das war wirklich sehr, sehr gut. Schade. Und da musste ich die Hälfte halt noch so, das waren irgendwie so 4 Stück, habe ich dann aufbewahrt und dachte mir, wow, die muss ich unbedingt mit zurückbringen. Nur habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das tatsächlich auch umkippen kann. Das, also habe ich echt nicht mit gerechnet. Das war, ich dachte mir auch erst, du kriegst diesen Gewürzgeruch. Und dann habe ich aber auch schon mal an der Tüte gesehen, dachte mir, so ist die irgendwie... Sieht die ein bisschen feucht von innen aus? Naja, und. Ist auch schon ganz eigenartig. Ja, dann war das, als ich dann gerochen habe, hat es nämlich auch primär sauer gerochen. Nice. Ja, schade. Das ist auf jeden Fall jetzt ein ziemlicher Schlag gewesen. Scheiße, echt, ey. Na gut, wo machen wir weiter? Wir machen weiter mit dem nächsten Veganen, und zwar. Marshmallows. Dandys. Dandys Marshmallows. Genau. Das sieht ja geil aus. Die waren auch aus dem veganen Supermarkt und ich fand schon, dass das Design wirklich sehr, sehr gelungen war. Ja, kann man auch schon sehen. Sehr schön gemacht. Ja, Marshmallows, vegane Marshmallows. Wow, einen sehr intensiven Geruch. Oh, das riecht aber wirklich... Karamellig, ne? Wirklich nach originalem Ahornsirup. Also nicht... Also ich finde, es riecht so nach Karamell, aber... Ja, das ist ja auch, das riecht recht karamellig. Ist tatsächlich recht gelungen, ja. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal eine richtige Handvoll. Okay. Also nicht komplett jetzt füllen, oder reicht. Oh, Junge. Also, kannst du auch mal ein bisschen was essen, ne? Boah. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Oh, hier steht auch noch: Add a handful of dandies to a cup of hot cocoa or snack on a few straight out of the bag. Also man kann, stimmt, das ist nämlich auch eine Sache, ne? Die machen heiße Schokolade mit Marshmallows obendrauf. Auf jeden Fall recht kleine Marshmallows. Probier ich mal. Das ist krass. Oh ja. Das ist richtig gut. Hm. Jetzt mal keinen Scheiß, das schmeckt so krass nach Ahornsirup. Das ist wirklich richtig gut. Es ist auch mit Ahornsirup gemacht. Hat auch noch Natural Maple Flavor natürlich bei, aber ist auch eben mit echtem Ahornsirup gemacht und ein bisschen Vanille noch. Was ist denn? Der Begriff, der sagt mir gar nichts. Wow, das ist richtig krass. Ich bin, also Marshmallows habe ich kaum gegessen in meinem Leben irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so eine Süßigkeit, die mir vorbeigegangen ist, weitestgehend. Und weil die sind immer so übersüß. Und das, finde ich, geht sogar noch. Der Hauptzucker da drin ist Maniokzucker. Okay. Ich kenne eben Maniok auch. Das ist eine sehr interessante Süße. Also es ist auf der einen Seite dieses total krasse Ahornsirup. Also das ist einfach so total dominant. Dann so ein bisschen dieses klassische Gefühl von so Marshmallows. Also das ist einfach dann so, ja, diese Konsistenz, ne, dass das so sehr schnell im Mund irgendwie so vergeht so ein bisschen und du dann einfach primär diesen Zucker oder diese Süße noch im Mund hast. Und das ist eine ganz interessante Süße. Also
Ich habe jetzt schon echt viel davon gegessen. Nee, ich meine, schon mal darüber. Das ist wirklich so, dass man, man merkt, dass es kein Zucker ist, finde ich. Also kein raffinierter Zucker, sondern dass es eine andere Süße ist. Total raus. Sehr, sehr gelungen. Sehr gelungen. Also, wow. Genau auch für das, was es ja sein soll. Kann man das grillen? Stand jetzt nichts drauf. Sind doch sehr klein zum Grillen, ne? Ich denke mal, wenn man sie, ja, ist halt die Frage, ob so ein Zahnstocher das aushält. Ich denke mal, also von den Zutaten ist jetzt nichts bei, was irgendwie dafür sorgen wird, dass es schlecht für die Gesundheit ist, außer eben das Übliche, was passiert, wenn man Kohlenhydrate röstet. Probier's, Gringo, wenn du sie bekommst. Wenn man vegan ist und Marshmallows mag, genial, also wirklich ganz, ganz großes Kino. Mit dem Feuerzeug, ja, das ist eine gute Idee. Am besten noch so einem schönen Benzinfeuerzeug wie einem Zippo. Das gibt dann nochmal extra Aroma. Und man hat natürlich einen richtig nordamerikanischen Flair. Ich kürze es mal ab. Ja. Auf jeden Fall was Besonderes, einzigartig. Habe ich in der Form auch noch nie in meinem Mund verspürt, diesen Geschmack in der Form. Ich muss auch nochmal dazu sagen, abschließend von mir dazu. Ich finde auch tatsächlich, da ich schon einige auch nicht vegane Marshmallows gegessen habe, es ist generell bislang das Beste, was ich an Marshmallows hatte. Ja, also auch mit den nicht veganen, die dann mit Gelatine, glaube ich, gemacht werden. Phänomenal für eben in diesem Kontext Marshmallows. Ich weiß jetzt nicht, wie es für mich wäre, so eine halbe Packung davon zu fressen. Ich glaube, das würde mich halt auch irgendwie tillen. Also, das ist klar, das ist das gleiche wie mit Weingummi oder Fruchtgummi. Ja. Okay. Was sagst du? Genau, 3 Bewertungen. 3, 2, 1, 10. Das ist für mich wirklich eine klare 10. Also da bin ich sehr überzeugt von. Ja, es ist wirklich extrem lecker. Nur für mich ist es jetzt halt dadurch, dass so Süßigkeiten, die ich so richtig, richtig abgöttisch geil finde und eine 10 gebe, da kann ich ja jetzt locker so eine Packung von essen und da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, klar. Deswegen würde ich dem so ein bisschen. Aber schon sehr gut bisher, also bis auf diese ganz eigenartigen. Kann es jetzt nur nicht so gut lesen wegen dem Stift, aber wegen diesem ganz eigenartigen Zeug am Anfang, diesem Jerky-Vegan. Wirklich widerlich, aber. Ja, da hat es jetzt auch das vegane Essen nochmal richtig rausgeholt. Ja, also das ist, wenn es jetzt hier das geben würde, wäre das auch, glaube ich, unter den Top-Süßigkeiten für Veganer generell. Ja, das wäre auch wirklich sowas, dass, wie gesagt, ich würde es nicht jeden Tag essen, weil ich auch einfach jetzt nicht irgendwie mega auf Marshmallows abfahre. So. Primär habe ich das auch irgendwie so als so ein Novelty-Ding irgendwie bei so Familienfeiern früher als Kind oder so gehabt, dass man das dann auch mal gemacht hat mit den Marshmallows rösten. Mhm. Aber ich würde es mir auf jeden Fall regelmäßig zu Hause holen, einfach wenn Leute zu Besuch sind oder so, die vegan sind oder für die Freundin, dann wenn man vegan ist, Top-Süßigkeit. Ja, keine Gluten, keine Gelatine. Ja, Nightmare, das finde ich auch tatsächlich spannend, jetzt wo ich es gelesen habe, weil das ist auch was, das habe ich noch nie gemacht mit heißer Schokolade. Ja, das könnte gut kommen. Mhm. So, hier was Größeres. Oh ja. Oh ja. Star Wars Oreos. Jetzt geht's aber rund hier. Das sind aber auch generell geile Sachen. Das ist auch echt schade, dass wir dieses eine jetzt nicht essen konnten. Ja. Was natürlich cool ist, sowas selbst gemacht und dann auch noch von den Amischen. Das ist ja mega geil gewesen. Ja, und vor allem, wie gesagt, das Fatsch habe ich probiert. Das war halt so gut. Ich wollte es halt unbedingt mitnehmen. Aber es war jetzt bisher eigentlich alles richtig geil. Also jetzt schon mal Props an dich. Also hast du dir richtig Mühe gegeben. Bis auf die Sour Patch Kids war für mich eigentlich alles halt bisher so, what the fuck, was ist das so? Wo man einfach selber, wenn man im Laden stehen würde, das sich jetzt holt, weil man einfach denkt, so geil. Und das ist definitiv mit dabei, die Oreo Star Wars. Dark Side or Light Side.
Ja, und das ist nämlich auch so, das müssen wir jetzt gleich öffnen, um zu gucken, ob wir Jedi oder Sith sind. Open to discover your destiny. Wie geil, ey. Und dazu kann ich auch einmal kurz sagen. Und auch noch auf irgendwie, was ist das für eine Sprache denn unter? Auf Serbisch oder so. Nein, Serbisch. was ist das? Das ist Französisch. Ist das Französisch? Alles in Kanada muss doch auf beiden Sprachen gemacht sein. Ja, ah, stimmt. Oh ja, jetzt sehe ich es Du noch. musst, in, glaub, ich weiß gar nicht, ob es Bin wieder für hier jede Provinz gilt, aber für alle Welt blamiert. Die meisten Provinzen und Produkte muss es halt auf beiden Sprachen, weil es ja ein offiziell bilinguales Land ist, muss es drauf sein. Serbisch. ja, dazu, was ich auf jeden Fall witzig fand, bevor du das jetzt öffnest, ist einmal, dass ich nicht erkennen konnte, dass es irgendwie an eine Film- oder Serienveröffentlichung gebunden war. Es war, wäre mir jetzt auch neu, dass währenddessen irgendwas Besonderes von Star Wars rausgekommen ist. Sind ja auch, die Charaktere sind ja durch alle Filme und durch alle Zeiten so hinweg fast. Genau, und es war neben einer anderen Oreo-Promotion in dem Food Basics, wo wir immer waren, das ist so eine im Endeffekt Discounter-Supermarktkette da in Kanada, neben einer anderen Promotion von Oreo, nämlich der Coca-Cola Zero mit Oreo-Geschmack. Die gab es aber nur in sehr großen Paketen, weswegen ich sie nicht erworben habe und ich konnte natürlich auch keine Getränke mitnehmen. Sonst hätte ich das auch gemacht. Mal einmal die Heizung aus, das ist sehr heiß hier. Ja. Ja, Nightmare, du hast richtig gehört. Cola Zero mit Oreo-Geschmack. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht so besonders ist. Nee, ja. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich es so höre, dann. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie so super herausragend ist, aber Oreo mit Cola Zero, ich weiß nicht, wie das zusammenkommt. Okay. So, dann ist auch cool gemacht hier. Es gibt so eine Lasche hier vorne. Probier das mal aufzumachen unter der anderen Kamera und wenn man zieht, dann wirklich so an Darth Vaders Helm. Ja, das Irgendwie. tatsächlich so aus. Mach mal weiter runter, genau. Ja. Ja. Boah. Oh. Die sehen ja geil aus. Die dunkle Seite der Macht. Aber die sind ja alle rot. Oh, guck mal. Das ist sogar noch Darth Maul, glaube ich. Ah, wie geil. Ach so, man hat immer eine Packung, entweder helle oder dunkle Seite ist die ganze Packung. Ich dachte, das wäre Genau, nein. unterschiedlich. Du Ja, sollst gucken, ob du geil, Jedi oder Sith bist. Ich zeig dir mal ey. Ja, das direkt. war ja klar, dass wir jetzt die dunkle Seite ziehen, oder? Ja, doch, das, genau. Aber dann gib mir mal Das den ist Maul Darth hier. Maul Dann will ich. mit Oreo auf der anderen Seite. Das ist ja geil. Das sehe ich. Das sieht Oh, doch. das sind sogar mehrere. Das, Mehrere wow. Charaktere. Ja, hier haben wir noch Vader. Vader. Das ist sehr cool. Wow. Sehr cool. Stimmt, und es ist schwarz-rot. Ja, richtig gut einfach. So richtige Endcom-Kekse. Guck mal, wie läppisch. Die haben es nicht mal ganz eingefärbt. Wenn Warum man es das denn? aufmacht, dann sieht man, dass es nur so an der Seite gefärbt ist. Das ist natürlich läppisch. Aber das ist doch produktionstechnisch wahrscheinlich schwieriger, oder? Warum? Oh, keine Ahnung. Vielleicht werden die nur so an der Seite einmal so angesprüht oder irgendwie. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, warum. Mal gespannt, ob es anders schmeckt. Die Creme ist tatsächlich anders. Per Hand gepinselt. Aber die Creme schmeckt nicht anders, aber sie ist anders. Sie hat nämlich Zuckerkristalle da Genau, ich drin. wollte gerade sagen, die ist voll zuckrig. Schmeckt mir aber schlechter als die deutschen Oreos. Ja. Erheblich. Ja, wirklich ganz komisch. Der schmeckt genau wie die normalen Oreos, nur viel süßer, weil du einfach alles ist gleich, bis auf das halt noch so richtig krass Zucker, einfach purer Zucker noch so in so Bröckchen da drin ist. Ist auch nicht angenehm vom Kaugefühl. Weil ich mag tatsächlich also die deutsche Oreo-Creme ist wirklich eine sehr, sehr gut. Also das kannst du natürlich auch nicht viel von essen, aber. Aber richtig geiles Design. Also das ist natürlich schade, dass es irgendwie dann nicht so gut schmeckt, aber gucken wir mal, ob ich noch mal den anders finde.
Boba Fett habe ich hier. Oh, wow. Das ist so cool. Das ist auch wirklich sehr schade, dass der Geschmack dann so... Also, ich wäre absolut okay. Hier habe ich einen ganz roten. Hä? Okay, jetzt wird es richtig wild. Boba Fett ist anscheinend böser als... also bei Vader würde ich es ja verstehen. Als Maul. Das ist halt schade. Ich wäre absolut... Also ich fände es richtig, richtig geil, wenn es einfach der gleiche Geschmack, wie den wir in Deutschland haben, gewesen wäre. Aber das schmeckt mir echt schlechter von der Creme. Boah, die Creme ist... Wenn du nur die Creme isst, boah. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Deswegen habe ich es ja... weil das ist auch der normale Weg, wie ich Oreos sonst esse. Aber Boba ist ja schon eher auf der dunklen Seite eigentlich. Deswegen. Ja. Boah, das ist ja, ja richtig unangenehm, nur die Creme zu essen. Boah. Was ist denn da? Krass. Die Kekse schmecken richtig gut. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, ne? Von den Zutaten. Wild, ganz wild. Also eine ganz wilde Erfahrung in jeder Hinsicht. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Kekse noch etwas intensiver im Geschmack sind. Wenn nur die Kekse isst. Boah, nee, hatte ich jetzt nicht. Ich war auch schon lange kein Oreos mehr gegessen. Hatte ich jetzt nicht. Sind Oreos in Nordamerika immer so zuckrig? Ich habe jetzt, ich habe tatsächlich außerhalb von Deutschland, glaube ich, nur einmal Oreos in Brasilien gegessen, wo ich das erste Mal in meinem Leben Oreos gegessen hatte als Kind. Da habe ich nur noch wirklich so die Erinnerung dran, dass ich absolut schockiert war, wie lecker diese Kekse sind. Und das ist aber eigentlich das, was ich auch so als Geschmack von den deutschen Oreos behalten habe. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Aber ich würde tatsächlich davon ausgehen, weil es war jetzt nicht, dass irgendwie ein besonderer Geschmack dahinter steckte, dass man gesagt hat, das ist jetzt einfach, weil es die Star Wars Oreos sind oder die Sith Oreos. Mhm. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das tatsächlich, das ist einfach, wie die diese Creme produzieren. Was gut daran liegen kann, dass sie irgendwelche anderen Zucker als wir verwenden. So. Okay, einzigartig. Ja. Auf jeden Fall durch das ganze, durch die ganze Aufmachung natürlich. Kommen wir zu den Punkten. 3, 2, 1, 6. 5. Ich habe tatsächlich, also ich hätte, wenn ich jetzt rein den Geschmack bewertet hätte, dann wäre ich auf jeden Fall eher Richtung 4 gegangen. Aber ich habe halt 2 Punkte draufgegeben für einfach dieses ganze Erlebnis rund um diese Kekse mit dem Star Wars-Thema und den roten. Und dass man dann halt unterschiedlich die ganzen, was das für eine Aufmachung ist, dann die ganzen Charaktere da drauf und dass es 2 unterschiedliche Packungen gibt, helle und dunkle Seite. Also ich sag's mal so, ich würde es noch krasser formulieren und wirklich sagen, für mich ist die Aufmachung, die ganze Idee dahinter und auch die Umsetzung jetzt mal abgesehen, bis auf, dass die Färbung irgendwie nicht ganz war, aber ist mir im Endeffekt jetzt auch egal dafür, dass es halt diese mehrere einzigartige bedruckte, wie du gesagt hast, mit den 2 Packungen und so. Das wäre für mich von der ganzen Idee, der Aufmachung eine 10. Ja, wirklich für so ein Promotionsprodukt, so ein Crossover, wirklich eine 10. Das war eine coole Erfahrung. Ich hätte wenn es jetzt die Oreos einfach nur gewesen wären, hätte ich auf jeden Fall auch eine 9 oder so gegeben. Ja, da hätte ich auch, wäre ich auch auf eine 8, aber 8, 9, sorry, so, ne? Für mich wirklich, das war eine, ich hätte es gar nicht gedacht, dass das so großartig geht, aber es war eine massive Verschlechterung der Oreo-Kekse, wie wir sie hier haben. Ja, total. Und also mit diesen Zuckerkristallen da drin, es war süßer, die Konsistenz war deutlich schlechter, also sorry, das, nee, das geht für mich dann wieder in die ganz andere Richtung von der Punkteskala. Total. Jetzt ist man fast schon sad, dass man es geöffnet hat. Am liebsten hätte man es einfach so in den Schrank gestellt. Was schon so cool ist. Ja, stark. Trotzdem nur noch natürlich eine coole Erfahrung. Ja, also auf so einem
auch so einem einfach nur so vom Stil her, vom Lebensmittel, von so einer Süßigkeit, also schon sehr weit oben von generell Erfahrungen, die ich jemals hatte, weil das schon echt so eine coole Idee ist. Oh, so. Weiter geht's. Ja, ist auch immer noch ein bisschen was drin. Okay, den. Da meintest du ja schon mir zu mir, den werde ich, den ist dann nur so für mich. Das kann man aber kann nochmal zeigen. Ja. Hier so ein Bonbon-Lutscher mit Kanada, aber können wir jetzt natürlich schlecht zusammenlutschen. Ja, das wird auch, glaube ich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist eben, es gibt sehr viel von diesen Ahorn-Produkten natürlich, naheliegenderweise. Das ist jetzt auch einer der. So viele Adler gibt es hier nicht. So viele Adler-Produkte gibt es hier nicht in Deutschland. Adler? Ja, so irgendwie so Adlerlutscher und so. Ach so. Nee, ich meine, ja nicht aus. In Deutschland sind ja jetzt auch die bekannten Süßigkeiten auch nicht aus Adler produziert. Das ist ja schon auch aus Ahornsirup gemacht. Ja, klar. Ja. Das macht dann Sinn, ne? Genau, und das macht dann ja auch Sinn, das in einem Ahorn Blatt zu machen. Ist ja auch was, was ich für ein Lutscher-Design und ein Bonbon-Design anbietet. Ich übertreffe mich heute mal wieder mit richtig dummen Kommentaren. Hervorragend. Kauchips! Nice. Das ist auch sehr interessant. Ich finde auch generell, dass man aus dem Thema Chips halt noch einiges rausholen kann. So, ich bin auch generell ein Fan von Verbindungen süß und salzig. Wenn das gut gemacht ist. Also ich mag zum Beispiel diese Schokobrezeln. Die schokolierten Brezeln, ja. Und da hoffe ich mir dann noch jetzt einiges von. Da bin ich echt gespannt. Sieht auch wieder cool aus. Auch auf jeden Fall ein großer Fan von der Milka Tuck-Schokolade. Und das ist tatsächlich auch was, das habe ich in einem in einer mennonitischen Bäckerei gefunden, in einer Nachbarstadt, wo wir häufiger waren, in St. Jacobs, wo es dann eben auch viele Amish und Old Order Mennonites gibt. Und das ist halt recht häufig, dass die dann so kleine Tante-Emma-Läden kombiniert mit einer Bäckerei, kombiniert dann häufig noch mit Produkten, so frischen Produkten von Amischen und Old Order Mennonites Farm haben. Und da waren dann eben diese Chips auch zum Verkauf. Und $7. Genau, die waren schon saftig. Am oberen Ende. Wenn ihr mal selber da seid, tatsächlich so frische Lebensmittel, Brot, Brötchen und so kann man zu sehr, sehr guten Preisen häufig da bekommen. Aber das waren natürlich jetzt so die Novelty-Produkte. Es steht auch nochmal hier Handmade drauf. Wie du es auch schon meinst, dass sie sehr viel Wert drauf legen. Schön, ja, da bin ich gespannt. Umgerechnet für alle, die das interessiert, dürften die jetzt bei 4,50 Euro liegen, circa. Riechen nach so frischer Schokolatier-Milchschokolade, finde ich. Noch ein bisschen was auf dem Teller. Also nicht nach billiger. Ja, nicht so mega wow, krass. Oh. Ups. Kam eine Menge raus. Das sind so Waffelchips, ne? Genau. Gebe ich die mal direkt rüber. Oh, oh, oh. Interessant. Das ist fast gar nicht salzig, so ganz leicht. Nicht so ein bisschen. Wenn das kommt schon so nach dem zweiten, dritten Bissen eigentlich gut durch. Was man vielleicht einmal auch dazu sagen kann, das ist wirklich ein nordamerikanisches Produkt, wie es im Buche steht. Kartoffelchips mit Milchschokolade. Also, was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss, wo man sich überhaupt nicht beschweren kann, ist mit der Milchschokolade. Das ist für nordamerikanische Verhältnisse eine richtig, richtig gute Milchschokolade.
sehr viel auch. Also es ist nicht daran gespart. Es ist sehr, sehr schokoladig. Das wäre sogar eher meine Kritik daran, dass ich persönlich also es schmeckt halt sehr gut mit dieser vielen Schokolade. Es ist wirklich lecker, wenn man Milchschokolade mag. Und ich liebe Milchschokolade. Aber für die Chips hätte ich mir entweder dickere Chips gewünscht oder weniger Schokolade pro Chip. Hm. Dann wäre es, glaube ich, noch besser gekommen. Aber Crunch ist schon da. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, also Chips machen ja generell total süchtig. Ne? Und das ist schon noch was ich mir vorstellen kann, halt mehr am Stück zu essen, weil du hast einfach bei dem Chip, hast du immer dieses, es ist so antrainiert in deinem Hirn, so du isst das und du willst einfach, wenn der weg ist, dann willst du den neuen in dich reinstopfen. Und das ist jetzt bei dem auch nicht anders. Ich meine, es erfüllt auch schon sehr viele Bedürfnisse an abendliches Snacken. Ja, also es ist alles in einem eigentlich. Und es ist halt auch sehr gut da drin. Also wie gesagt, es ist qualitativ, schmeckt es wirklich sehr hochwertig. Schmilzt ein bisschen, aber ist auch warm. Also, ja. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Welcome to the perfect combination of sweet and salty. Our famous cow chips combine Canadian-made potato chips with premium milk chocolate to create an irresistible treat. Proudly handmade in Prince Edward Island by Anne of Green Gables Chocolates. Ah, von Prince Edward Island. Das ist auch recht interessant, weil das ist wohl tatsächlich, ich habe nämlich eine andere Schokolade, da werden wir noch später zu kommen, wovon ich zwei Schokoladen nämlich geholt hatte, um auch zu testen, ob das jetzt was ist, was ich mitnehmen sollte. Und eine davon hatte nämlich auch als Thema Prince Edward Island und das war eine Schokolade, die mit Potato Chips gefüllt war. Also sind wir, glaube ich, hier auch mit Prince Edward Island einer lokalen Spezialität auf der Spur. Das ist nämlich auch für alle, die es interessiert, Prince Edward Island ist auch die kleinste Provinz in ganz Kanada. Das ist eine kleine Insel an der Atlantikküste gelegen. Mhm. Soll sehr schön sein, soll sehr schön sein. Also finde ich wirklich geil, aber es ist irgendwie so wenig, also es ist schon krass. Ich habe auch die ganze Zeit gerade so gesucht, wie viel Gramm da drin sind. Aber das ich ist so das eine kleine nicht. Packung für $7, also das ist schon frech. Ja, würde ich sagen. Das sind so Biomarktpreise. Boah, ja, fast schon aber noch drüber, ne? Kriegst du die wieder da rein in die Tüte? Das ist vielleicht auch, wenn man so kleine Tüten für so einen hohen Preis vertreibt, dann finde ich, sollte man eigentlich auch die wieder verschließbar machen. Aber vielleicht sind sie ehrlich mit sich und sagen, okay, im Prinzip ziehst du dir die so rein, weil die sind halt geil und... Das ist ja auch mit allen anderen Sachen so, die darauf ausgelegt sind, dass man sie über mehrere Tage konsumiert. Okay. Ja, und da hat man auf jeden Fall ein sehr guter Schmelz. Chips, hab ich schon aufgeschrieben. Ist es was Besonderes? Ja. Ich würde sagen ja, weil ich habe das noch nie in der Form gegessen. Nee. Gibt's hier auch nicht. Und wie gesagt, es scheint wohl wirklich eine Spezialität von Prince Edward Island zu sein. Ist auch wirklich komisch, dass es das nicht gibt. Also das ist doch total naheliegend, dass irgendwie diese großen Funny Frische oder sowas mal rausbringt. Das würde bestimmt gut laufen. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es doch bei Aldi immer von der Eigenmarke diese Schoko-Chips gab, in der Pringles-Form. Aber das war natürlich nicht mit einer mit einem regulären Kartoffelchip gefüllt. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich auch einfach, dass wir nicht wissen, was da hintenrum abläuft und die Regierung einfach versucht, uns das vorzuenthalten, weil sie wissen, dass uns das komplett arbeitsunfähig machen wird. Graue Mengen dieses Produktes zu konsumieren. Ja, ich glaube auch, da hängt eine große Verschwörung dran. Okay. Dann würde ich sagen, stimmen wir ab? Ja. 3, 2, 1, 9. 8. Mir ist tatsächlich wieder ausgezeichnet geschmeckt. Aber ich kann die 8 auch verstehen. Ich bin so zwischen 8 und 9 eher. Also, wie gesagt, für mich, warum die 8? Ich finde es auch wirklich, ich hatte ja auch schon gelobt, die Qualität ist wirklich absolut gegeben. Aber wie gesagt, ich finde $7 oder 4,50 Euro circa ist ein sehr hoher Preis dafür. Ja, aber das habe ich jetzt sogar tatsächlich mal mit rausgenommen, weil das... Ja, klar. Also, ich finde,
es beeinflusst das trotzdem natürlich bei mir dann irgendwie, wie ich da drauf gucke. Du musst es auch zahlen. genau, ich musste eh, hab ich alles gezahlt heute. genau. Und das andere ist tatsächlich, dass ich mir dabei dann einfach gewünscht hätte, dass es noch mehr in Richtung Potato Chip von dem Verhältnis geht. Dann würde es auf jeden Fall bei mir auch bei einer 9 oder so landen, weil alles andere, die Zutaten und so, das hat ja alles super geschmeckt. Mhm. Und vielleicht auch meinetwegen noch ein bisschen mehr gesalzen hätte es sein können, auch wenn das Salz beim dritten, vierten Bissen dann zum Ende des Chips auch gut durchkam. Trotzdem, das wären so die zwei Kritikpunkte gewesen. Verstehe ich. Aber geil bis hierhin. Also ich glaube schon, dass wir jetzt mindestens die Hälfte haben. Vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube auch mehr. Ich habe ja nur diese Tüte hier, wo ich mal reingreife. Die hoffentlich unendlich. Ja, bislang schöne Dinge enthüllt. Du bist ja wirklich, du warst noch nie so begeistert bei einem Essenstest, den wir gemacht haben. Es ist ja auch. Also es ist tatsächlich auch. Ich bin dafür, dass ich viele Sachen jetzt. Oder lass mich mal überlegen, was habe ich denn eigentlich vor schon? Also ich meine, wenn das mit das Schlechteste mit diesen Oreos halt einfach so ein geiles Erlebnis ist, dann. Ja. Das stimmt. Ja, bisher sehr begeistert. Auch in keinem Verhältnis zu den USA-Süßigkeiten. Da war schon einiges, was. Aber mal gucken, was uns noch erwartet. Ein neuer Teebeutel. Hatten wir schon? Oh. Coffee Crisp von Nestle. Ja, hier haben wir jetzt. Den. Ich bin auch Fettkanada drauf. So. Genau. Wie es eigentlich nur geht auf so einem kleinen Riegel. Und das ist, glaube ich, wirklich, ich habe viele Leute gefragt, eigentlich fast sowas wie die Nationalsüßigkeit. Okay. Also von den produzierten Riegeln, so ein bisschen was vielleicht für uns in Deutschland Knoppers wäre, ist dort Coffee Crisp. Also wirklich sowas, was ganz integral für viele Leute mit kanadischen Süßigkeiten, mit Halloween, mit so einem Riegel, den man bei sich in der Schublade liegen hat, verbunden. Mhm. Coffee Crisp. Hier ist einfach so richtig fett Kids Help Phone drauf. Und drüber Nestle. Wahrscheinlich irgendwie so wegen, wenn man Diabetes bekommt davon oder so. Ja, das kann gut sein. Das ist auch wirklich ein sehr mächtiges Gerät. Regel. Ja, 260 Kalorien pro Riegel. Ein richtiges Gerät. Pack mal aus, das gute Teil. Die Idee dahinter soll, glaube ich, auch sein, dass es nicht primär ein Riegel ist, den man zum Kaffee trinkt, sondern der nach Kaffee schmeckt. Das finde ich. Oh ja. Da riecht man auch schon, wohin die Reise gehen soll. Man sieht auch, es ist ein sehr fester Waffelriegel. Gebt ihr mal direkt hier ein. Ja, das so, genau, Waffel. Das ist ein richtiges Gerät. Na dann. Boah. Heftiger Crunch. Ich finde, der Kaffeegeschmack kommt viel weniger raus, erstmal als es riecht. Das riecht, als würde das nur nach Kaffee schmecken. Und wenn du reinbeißt, kommt, finde ich, sehr nah erstmal an diese, die man hier kennt, diese Waffeldinger. Manna-Waffeln. Genau, an diese Manna-Waffeln. Mhm, absolut. Aber dann im Nachgang merkst du, dass es nochmal doppelt so süß ist wie diese Manna-Waffeln. Ich finde, am Ende merkst du einfach nur noch Zucker. Das ist schon so oder so, weil ich finde, Manna-Waffeln, mir persönlich, sind die auch zu süß für den restlichen Geschmack, der da drum ist. Ich finde, ehrlich gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach deutlich desensibilisierter bin als du, dass es überhaupt keinen Kaffeegeschmack hat. Also, ich schmecke echt beim besten Willen jetzt nicht großartig daraus. Ich schmecke ihn. Aber es ist wirklich, ich würde nicht sagen, nur eine Note, aber es ist schon sehr wenig. Ja, und also viel zu süß. Viel zu süß. Also unangenehm süß auch. Über die Konsistenz kann ich aber nicht klagen. Also ich finde, das ist tatsächlich recht interessant.
Ja, Nightmare hat Kanada eine spezielle Kaffeekultur. Also was es auf jeden Fall gibt, ist, dass es in Vancouver natürlich von so Seattle und Washington beeinflusste Kaffeekultur mit Kaffeehäusern und diesen ganzen Third Wave Roasteries und Cafés gibt. Also viel natürlich von diesem, im Endeffekt das, was man Hipster-Kaffee nennen würde. Was ganz spannend ist, was ich so noch nirgendwo anders gesehen habe und was tatsächlich eine nationale Spezialität ist, ist der London Fog. Das wäre vielleicht sogar sowas, was dir schmecken wird, wenn man in einen Café geht. Fand ich persönlich sehr gut. Das ist Earl Grey Tee mit diversen Kräutern, Vanillearoma in einer warmen Milch, die aber so schaumig ist, dass es wirklich so diesen Nebelcharakter hat. Mhm. Und ja, das war was, wenn ihr mal in Kanada seid, kann ich euch das nur ans Herz legen, wenn man das auf der Karte sieht und sich denkt, was ist das? Einfach mal probieren. Also das war jetzt so richtig unangenehm einfach. Süß, unangenehm süß. Ich meine, natürlich, man, wenn man jetzt so, wir haben ja jetzt schon, sitzen ja schon 70, 80 Minuten hier und stopfen Zeug in uns rein, aber es ist, glaube ich, selbst wenn ich nichts Süßes gegessen hätte den ganzen Tag, wo ich mir auch denken würde, boah, nee. Ich hatte auch gerade, das ist auch richtig krass, da ist ja nur so eine ganz feine Schokoglasur eigentlich drumherum. Mhm. Und das löst sich alles gerade hier schnell auf, weil das irgendwie hier warm ist in meinem Zimmer. Und dann hatte ich halt wieder so voll viel Schokolade an den beiden Fingern. Und das war aber nicht nur Schokolade, sondern ich habe so richtig den Zucker gesehen, wie der sich so rauskristallisiert hat aus dieser Schokolade. Es kommt auch tatsächlich von den Zutaten, kommt Kakao erst recht spät. Also es besteht auch primär eben aus diversen Zuckerarten. Mhm. Ja, also okay. Weiß ich nicht, dafür, dass das jetzt der nationale Riegel ist, Kanada. Nee, das fühle ich dann auch nicht so. Würde ich jetzt nicht so weit nach oben packen. So, das, ich nenne das einfach mal Riegel. Nicht, ob noch einer kommt, aber... Es kommt auf jeden Fall noch ein Riegel. Okay, dann nenne ich es dann halt, wie es da steht, Coffee Crisp. Okay, also ich würde auch sagen, auf jeden Fall nein, das ist nichts Besonderes für mich. Nee. Das ist das Erste, wo ich jetzt ganz klar sagen würde, nee, das ist... Also, es ist einfach, wenn das jetzt so ganz stark nach Kaffee geschmeckt hätte, dann wäre es vielleicht noch mal was anderes gewesen. Aber so gibt es das ja auch schon mal, so Riegel, die halt so einen leichten Kaffeegeschmack haben oder so. Habe ich auch schon mal gehabt. So, dann Punkte. 3, 2, 1, 4. Ja, ich gehe auch runter auf 3. Gehe runter auf 3. Also guck mal, die Sache ist die. Auch jetzt der Geschmack, den man im Mund hat, ist auch unangenehm. Ich bewerte das einmal in dem Sinne von Vergleich mit anderen Schokoriegeln. Mhm. Also ich muss sagen, es ist wirklich so schlecht. Ich würde es weder nehmen, wenn Leute mir das anbieten, oder es ist so wenig meins, ich würde es weder nehmen, wenn Leute es mir anbieten. Einfach so, wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich es jetzt auch wirklich einfach nicht essen im Vergleich zu so. Ja. Also, sagen wir mal, selbst so ein Riegel wie Mars, den ich eigentlich echt nicht mag. So, ich mag Mars wirklich nicht als Schokoriegel. Mhm. Selbst da würde ich an einem Abend, wo ich wirklich einfach so einen Heißhunger auf Süßigkeiten habe, aber sonst nichts zu Hause, dann würde ich zum Mars greifen. Aber ich glaube nicht, dass ich zum Coffee Crisp greifen würde. Das ist einfach wirklich einfach... nee, also... Es schmeckt mir nicht und es hinterlässt kein gutes Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich krieg direkt Sodbrennen. Und es ist auch, wenn ich jetzt einfach nur den Riegel an sich auch mir so anschaue, es ist nicht gut gewichtet zwischen den einzelnen Zutaten. Es ist nicht, dass du so sagen kannst, die Süße pusht die Aromen noch richtig oder es ist so eine richtig angenehme Süße, die irgendwie noch durch einen etwas herberen Kakao oder Kaffee so getragen einfach nur wird. Es schmeckt halt so stark nach Zucker, wie irgendwas, was nicht 100% Zucker ist, einfach nur sein kann. Also du hast dann wirklich, am Ende hattest du einfach nur noch, als hätte ich einfach
so mit einem Löffel Zucker im Mund genommen. Ja, du hast recht, der Nachgeschmack, der, also, oder so dieses letzte bisschen, was dann noch an Süße rauskommt, das ist halt wirklich das Schlimmste. Das ist halt wirklich so, dass es so auf so einem Level ist von so folter ich mich gerade selber. So, weißt du, wenn du so wirklich handvoll irgendwie so Weingummis dir reingepfiffen hast und irgendwann die Süße schon so bitter wird oder so, auf so einem Level ist das. Ich wollte es halt noch ein bisschen abgrenzen von diesem anderen Zeug, was wir hatten, aber eigentlich ist es auf dem gleichen Level gewesen, nur halt in süß. Schlecht. Also ich fand jetzt im Nachhinein das erste, was wir hatten, deutlich besser, weil es irgendwie wenigstens sehr nah vegan an das rankam, was es sein soll und so. Gut, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt eine Schokolade. Right, some good. Okay. Ja. Dark Chocolate mit einem Peace-Zeichen neben den 92 Gramm. Dazu kann ich auf jeden Fall auch direkt mal was erzählen. Sieht dir fancy aus. Ja, das ist auch jetzt fancy Schokolade. Und zwar ist das von der Firma Peace by Chocolate. Und das ist was, das werden jetzt alle Linksliberale, also wir haben jetzt glaube ich nicht so viele Linksliberale, die uns schauen, aber falls es euch gibt hier, fühlt euch repräsentiert, das werdet ihr lieben. Und zwar ist das eine syrische Familie, deren, wie heißt das denn nochmal, Schokoladenmanufaktur in Syrien während des Bürgerkrieges zerstört wurde, die dann an die Atlantikküste, also in die atlantischen Provinzen, ich glaube auch nach Nova Scotia, von Kanada gezogen sind und dort dann, so ist die Geschichte, durch die liebe Hilfe des multikulturellen kanadischen Staates wieder befähigt wurden, ihr Kapital zurückzugewinnen und eine neue Schokoladenfabrik aufzumachen, in der jetzt eben dieses Peace by Chocolate hergestellt wird. Und mein lieber Mann, du hast da aber auch was überlegt, ey. Ja. Ist ja wirklich, also bin wirklich ganz beeindruckt, mein Lieber. Und das Spannende ist, es gibt auch tatsächlich einen ganzen Spielfilm dazu, wo es nur um diese Geschichte geht. Also gerade so bei diesem Pro-Refugee, bei dieser Pro-Refugee-linksliberalen Kultur von Kanada und diesem ganzen Milieu ist das eine sehr beliebte Geschichte. Und diese einzelnen Schokoladen wurden jetzt im Stil dann eben der einzelnen atlantischen Provinzen, also an der Atlantikküste von Kanada, immer mit der lokalen Süßigkeitenkultur im Hintergrund oder den lokalen Zutaten gemacht. Und deswegen meinte ich das nämlich auch, davon hatte ich nämlich die auch zu Prince Edward Island mit der mit den Chips drin. Aber da ich die dann hatte, habe ich mich eben dagegen entschieden, die mitzunehmen und stattdessen die aus deren Heimatprovinz Nova Scotia mitgenommen. Mhm. Mit, das ist eine dunkle Schokolade mit wilden Blaubeeren aus Nova Scotia. Und das sind, glaube ich, immer so Slogans, die irgendwie was mit diesen Provinzen zu tun haben. Das ist interessant, weil ich bin eigentlich nicht so der Mega-Fan von dunkler Schokolade. Es kommt ein bisschen drauf an, aber oftmals nicht. Aber mit Blaubeeren, das habe ich, glaube ich, auch noch nie gegessen. Sehr interessant. Bin mal gespannt. Das Ganze ist auch mit diesem Tartan-Muster verziert. Da tatsächlich die Atlantikprovinzen oft auch eine sehr starke schottische, schottisch-gälische und irische kulturelle Basis haben. So sieht das Ganze aus. Oh, sehr dunkel. Ja. Auch schon angebrochen. Ist das extra so oder ist das passiert? Nee, ich denke mal, das war so mit dem Flug passiert. So sehen die Stücke aus, jetzt nicht irgendwie mit einer besonderen Musterung oder so noch. Essig. Mhm. Gib es mal rüber. Das finde ich sehr. Ah, das sind so richtig. Das riecht sehr dunkel. Sehr dunkel, ja. Sehr, so sehr frisch und sehr schön. Viereckig. Mhm. Ist das, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann echt so gefüllt ist jetzt mit Blaubeeren. Das wäre krass.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich die Blaubeere verpasst habe. Das ist auch noch eins. Mhm. Nur ganz leicht. Und auch je nach Stück so ein bisschen. Hier habe ich auf jeden Fall mehr Blaubeere erwischt. Mhm. Und man merkt, dass da irgendwie sowas Chewiges ist, ne? Ja, und auch sowas leicht crispiges. Also das ja, hat so einen leichten Crisp. Mhm. Außen und dann wird es chewy. Mhm. Also ich muss erstmal sagen, das ist, ich mag dunkle Schokolade, das ist eine sehr gute dunkle Schokolade. Von so einfach der Kakaogeschmack. Es ist mir persönlich aber ein bisschen zu hoch im Zuckeranteil angesetzt. Ja, das hätte man nochmal ein ganzes Stück runterfahren können. Und ich finde tatsächlich, dass die Blaubeere sich sehr, sehr hintergründig in den sonstigen Schokoladengeschmack einwebt. Das ist jetzt echt nicht so, dass man dann auf die Blaubeere beißt und sich so denkt, ja, da kommt jetzt der Geschmack richtig stark durch. Man hat so kleine Blaubeerstückchen. Auch jetzt habe ich noch so im Mund, so ein, zwei. Wie hoch ist der Blaubeeranteil? Der Blaubeeranteil. Wird nicht angegeben. Es ist einfach nur. Wohl aus gutem Grund. Einfach nur dunkle Schokolade. Und dann kommt Dwight Wild Blueberries. Das war's dann eben auch mit den Zutaten. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dunkle Schokolade mag, dass es nett ist. Dass es eine gute Sache ist. Da ich den jetzt nicht so gerne mag, finde ich es auch nicht so geil, muss ich sagen. Wäre jetzt nicht meine favorisierte Süßigkeit. Aber sehr spannend. Also wirklich sehr interessant, das ganze Konzept dahinter und auch mit der Blaubeere, das ist schon auch was, was man machen kann. Ohne dass es, also ja, hätte man gut und gerne nochmal 5% mehr reintun können. Ja, ich muss auch sagen, hiervon bin ich jetzt auch weniger überzeugt. Ich hatte nämlich ja diese von Prince Edward Island mit den Chips drin und da muss ich sagen, war es auch so, dass ich fand, dass ein bisschen zu wenig Chips drin waren. Aber das war eine Milchschokolade und die hat mir so gut geschmeckt, dass ich die dann, ich wollte sie mir eigentlich für, ich hatte so geschätzt, so ja, für 2-3 Abende kann ich das schon so essen. Ich war immer so eingeatmet. Riegel und dann habe ich sie wirklich mir so bei einer Folge The Boys, habe ich glaube ich geschaut und habe diese Schokolade, glaube ich, nach 20 Minuten ungefähr, wenn ich mal bei der Hälfte waren, drin gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also in dem Fall gehen auf jeden Fall mehr Grüße nach Prince Edward Island als nach Nova Scotia raus, was kulinarische Kultur angeht. Ja, einfach dunkle Schoki, schreibe ich mal. Schoki, ja. Okay, es ist aber für mich nicht wirklich was Einzigartiges. Nee. Also ich glaube, wenn du die jetzt, wenn du das nicht weißt, dass da Blaubeeren drin sind, kannst du es auch verpassen. So. Ja. Und denken, das ist irgendwie nochmal so ein anderer Geschmack, aber ich kann es auch nicht genau so zuordnen. Also nein. Nichts Besonderes. Ja, vielleicht dieses ganze Drumherum ist natürlich spannend, aber ich würde trotzdem jetzt von dem reinen Produkt her dann bleiben. Sagen wir mal, wenn du die Schokolade so serviert bekommst, dann ist es auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie einzigartig. Klar, das ist irgendwie, sagen wir mal, ein Stück auf jeden Fall für den Nationalmythos des modernen Kanadas getan hat, das schon. Gut, dann bewerten wir es mal. 3, 2, 1, 4. Ja, wie gesagt, ist es nicht meins. Ich brauche jetzt nicht mehr als 2 Stückchen davon, dann bin ich damit durch. Aber ja, wenn man schwarze Schokolade mag, ist es okay. Ja. Okay. Damit die dann auch zur Seite gesetzt und wir gucken, was uns noch so erwartet. Okay. Ich taste mal so ein bisschen. Boah, da kommt doch noch ein bisschen was. Naja, das ist jetzt nicht so wenig.
Leicht schlecht ist mir auch schon, muss ich sagen. Nämlich auch, ich hoffe auch die ganze Zeit, dass du noch die eine würzige Sache rausbekommst. Und, ich habe wirklich so ein leichtes, Unwohlsein, was sich so immer weiter an einschleicht. Guck mal, ob du vielleicht irgendwie sowas, was so außen so einen Plastikrand hat, so eine rechteckige Form, uneben so ein bisschen wirkt, wenn du das als nächstes rausfriemeln kannst, wäre ich sehr verbunden. Ich muss mir das gleich nochmal sagen, ich war gerade unkonzentriert. So Plastikrand und rechteckig, uneben. Mhm. Ja. So, das sieht auch richtig geil aus, deswegen war ich nämlich abgelenkt. Ich finde, die Verpackung sieht richtig cool aus. Hat richtig Stil. Und ist auch wieder hier mit The Mennonite Story. Ja. Finde ich so cool, einfach die Sachen, die du mitbringst, das gibt dem Ganzen mit der Geschichte mit Kanada alles nochmal so was Haptisches mit, weil man dann eben diese konkreten Produkte hat, die auch wirklich so eine eigene Geschichte haben und dann hier halt so ganz fett das so ein extra Aufkleber noch drauf haben und so, echt cool. Ja, das ist auch spannend, das ist auch ein Produkt der Old Order, ich glaube in dem Fall ist es sogar ein Produkt der Amish. Mhm, cool. Und das ist auch das andere ganz lokale Produkt, was wir haben, auch aus der Region selber. Wo ich war, Waterloo Kitchener. Ich glaube sogar auch aus Cambridge war das, meine ich, hergestellt. Und deswegen auch diese Idee mit Blacksmith und Bean eben, die Amish nutzen bei vielen Produkten eben ganz gerne auch das Pferd oder die Old Order Mennonites, weil es eben so mit dem Horse and Buggy damit verbunden wird. Und das war eben dann auch was ich in dem lokalen Museum geholt habe. Das ist nämlich ganz cool, wenn man zu diesem St. Jacobs Farmers Market fährt. Mhm. Da ist ein ganzes Museum, was sich eben mit der Geschichte von Wiedertäufern in Deutschland und der Schweiz und dann eben davon ausgehend den Amish und vor allem den Mennoniten dann auseinandersetzt. Mhm. Und auch wirklich sehr schön gemacht mit so einer historischen Kirche, die man begehen kann. Viel Infotafeln und auch Guides, die mit dir reden und so. Und kannst auch zu einem nachgemachten Gottesdienst, also ich meine, ich war ja sowieso bei einem Original, deswegen hatte ich das nicht gemacht, aber auch sowas dann da irgendwie beiwohnen. Und dann hatten sie eben vorne auch nochmal so ein Geschäft, wo dann eben nur so Mennonite-Produkte verkauft werden. Und dann habe ich eben gefragt, die noch irgendwas an Süßigkeiten nennen, dann meinten sie halt, ja, das ist tatsächlich diese Trüffelbar eben eine der beliebtesten Produkte ist, die haben. Neben der Mr. Amish Butter, die ich natürlich jetzt nicht, da meinte sie auch, das eignet sich jetzt nicht so gut, um das mitzunehmen, aber sie sei sehr lecker. Also wenn ihr mal da seid, probiert die Mr. Amish Butter. Gut. Mach uns mal nicht Hälfte-Hälfte, sondern eher so ja, ein Stück. Ein Stück ab. Sonst breche ich hier, wenn alle irgendwas zusammen. Ich esse auch nämlich gerade gar nicht so viel Süßigkeiten, deswegen ist das so ein richtiger Overkill. Oh. Das sieht auch schön mit dem Gefüllten aus. Oh ja. Das ist sogar schon in so vier Stückchen, ne? Genau. Ist ja perfekt. Sieht's von oben aus. Ein recht. Hochwertig, ne? Genau, aber auch so ein recht einfaches Schokoladensymbol, was man häufig rumfindet. Aber ja, die Produktionsqualität ist sehr hochwertig. Das sieht auch, man sieht auf jeden Fall noch sehr dunkel wieder. Ist. Ja. Sehr viel weicher. Ganz weich im Vergleich. Ist anders so hart gewesen. So soll eine Kaffeeschokolade sein. Mhm. So stelle ich mir das vor. Das ist eine richtig gute dunkle Schokolade, die ich auch richtig lecker finde. Und hier schmeckt man auch wirklich den Kaffeegeschmack und es schmeckt auch frisch nach Kaffee. Man hat auch so einzelne Kaffeebohnen-Stückchen drin. Oh, jetzt kommt es nochmal richtig. Im Nachgang ballert nochmal richtig der Kaffee raus. Das stimmt, aber es verblendet sich gut mit dem Kakaogeschmack. Wirklich sehr, sehr lecker. Auch so. Es sind auch feine, ich glaube, man würde dazu sagen, feine Kakaoaromen. Also das, womit so Lindt und so auf ihren Tafeln werben, wo man das Gefühl hat, dass es nicht immer eingehalten wird, das ist tatsächlich sehr, weiß nicht, schmeckt einfach wirklich sehr gut, sehr hochwertig.
Ja, das hat man wirklich jetzt so den Eindruck, dass da so die Amischen dann irgendwie an so in so einer ganz kleinen Maschine stehen und das wirklich so handverlesene Böhnchen da so reinpacken. Und was, ich trinke ja keinen Kaffee, aber ich liebe diesen Geruch. Ich glaube, niemand hasst den Geruch von Kaffee. Kaffee riecht einfach so, Bohnen, frische Bohnen, das riecht einfach unglaublich geil. Und aber es schmeckt ja nicht so. Schmeckt ja in der Regel, schmeckt ja nicht, wie es riecht. Und das ist wirklich dieser Geschmack. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat wirklich diesen Geschmack von dem Geruch und das ist unfassbar geil. Der Trüffel. Es ist ja nicht Sleeper. Ich glaube, bei so einer Truffle-Chocolate-Bar geht es nicht darum, dass es ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht technisch gesehen, wie das ist, wenn man ja auch bei uns von Trüffelschokolade schmeckt. Es ist ja nicht das Trüffel, der drin ist, sondern es ist so, dass es, glaube ich, dann diese bestimmte Kakaocreme ist, die was zu einer Trüffelschokolade macht. Also ich glaube, das ist so Sleeper, dass das Trüffelschokolade ist eben mit dieser bestimmten Creme, meine ich. So, Trüffelschoki. Das ist auch kein Trüffel. Ist das was Besonderes? Ich würde nicht sagen, dass ich sowas noch nie gegessen habe. Unbedingt, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, dass es wirklich was in dem Sinne Besonderes ist. Sowas bekommst du auch hier. Ja. So. Aber ich würde trotzdem sagen, eher vielleicht, weil es schon geil ist. Und es macht das, was es macht, schon sehr gut. Aber ist es wirklich in dem Sinne einzigartig? Nee, das, ja, nee. Das also nicht. Ist vielleicht, wenn man jetzt sagen würde, es ist von... genau von einer christlichen, sagen wir mal, Sondergemeinschaft gemacht wird. Ja gut, aber das aber, kann man ja jetzt nicht wirklich mitwerten. Ja, meinetwegen können, weiß nicht, also ich tendiere eigentlich zu Nein. Ja, dann machen macht's wir Nein. Macht jetzt nicht für mich schlecht oder so, sondern nee. Einfach, dass es jetzt nicht in der Kombination was unerhört ist oder so. Gut, dann Bewertung 3, 2, 1, 9. Witzig, dass das manchmal ist, wo der ein oder andere das Produkt so lobt und dann kommt man doch genauso um einen Punkt jeweils in einem anderen, wie man es erwartet hätte. Ich meine, wir haben ja schon einen sehr ähnlichen Geschmack, das sieht man ja eigentlich auch immer bei den Wertungen und bei den Tests. Aber ja, häufiger mal einen Punkt auseinander. Wir hatten erst einmal, dass wir zwei auseinander waren. Und Negativland gerne bring uns was aus den Kanaren mit und da am besten beides. Und wenn du auch noch irgendwas dazu uns dann irgendwie mitsagen kannst, wir machen dann gerne hier auch Propaganda für den kanarischen Separatismus oder so. Wir wissen ja, dass du da ganz heiß drauf bist. Da fällt mir ja auch ein. Warte mal. Gleich mal einmal als kurze eine Minuten Pause. Ja, das ist glaube ich ganz gut, mal einmal genau. Kurz den Magen zu chillen. Aber negativ, wenn du das machst, dann brauchen wir auch ein bisschen mehr, ne? Also brauchen wir schon eine ordentliche Box, weil sonst, also wir freuen uns natürlich auch über einfach nur einen Schokoriegel, aber ich meine, dann können wir ja auch so eine richtige Sendung draus machen, ne? Das wäre super. und zwar, ich hatte noch ein, zwei Sachen mitgenommen, einfach, was mir gerade auch eingefallen ist, was man noch so als Relikte der Reise mitbringen könnte. Oh ja. So habe ich einmal ein Flyer, den Originalflyer von der Eröffnung des Kitchener Waterloo Oktoberfest mitgebracht. So mit geil, diese Mischung. Mit Tante Heidi. Ja, ja. Willkommen, Platz. Ja. Ja, das muss man ja dazu sagen, wenn du meinst, mit der Mischung und so, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr multikulturelles Oktoberfest. Ja, und da kann man auch direkt dazu sagen, während wir da waren, war nämlich auch, ich glaube, es müsste unten sein, das Dogtoberfest, wo es dann ganz viele Hundeshows und so gab und alle Hundefreunde der Stadt zusammengekommen sind. Und tatsächlich war auch ein, wie heißen die nochmal, Bernardiner, und der hatte sogar wirklich so ein echtes Fässchen mit so Kräuterschnaps um. Kennst du das noch aus Film? Ja, das auf jeden Fall einmal. Da habe ich dann nämlich auch... Das ist echt ein großartiges Bild. Ich dachte mir, was nimmt sich ein Linker von einem Oktoberfest mit? Das sind natürlich Buttons.
Kannst du einmal reinhalten. Boah, so richtig hochwertig. Ja, und das fand ich auch ganz witzig. Die Leute, nämlich das, es werden ja wahrscheinlich auch noch Videos, werdet ihr noch vom Oktoberfest zu sehen bekommen. Die Leute laufen tatsächlich mit ganz vielen Buttons von den vorherigen Oktoberfesten, wo dann auch Ja so und so steht oder Verein so und so, weil es ja mehrere deutsche Kulturvereine da gibt, haben das dann alles über ihre Hosenträger und über ihre Hüte verteilt, diese Buttons, mit denen sie dann rumlaufen. Das ist ja auch von deinem Pulli jetzt hier. Ne? Das genau, ja, ich trage ja auch das 2024 Kitchener Waterloo Oktoberfest mit Onkel Hans und weil hier das Doktoberfest war, auch dem und das andere ist, ich weiß gar nicht, darf man Tabakprodukte im Stream zeigen? Ja, kurz. Aber wird das dann gesperrt? Ich weiß gar nicht. Wir verurteilen natürlich Tabak. Genau, und das ist auch nichts, was ich selber mit eingeführt habe. Da das ganz interessant ist, sind Zigaretten, die auf dem Mohawk Territory, also auf einem First Nation Reservat, hergestellt wurden, weil viele Reservate in Kanada stellen nämlich eigenen Tabak her, den sie dann in Zigaretten machen, die nicht versteuert werden. Und dementsprechend zahlt man dann eben dort, das habe ich auch nur gefunden, zahlt man dort dann für eine Packung Kippen statt $15 in den Großstädten nur $2,50. Boah. Alter. Und das war so geil. Boah, aber das ist ein kranker Unterschied. Ich habe ja, hab ja einen Hörer und seine Freundin in Quebec-Stadt, eben den lieben B und die liebe L besucht und ich bin ja mit einem Carpooling dahin gefahren, also sprich mit sowas wie BlaBlaCar hier und auf dem Hinweg sind halt mit so einem großen Dodge Caravan, war es glaube ich, gefahren mit irgendwie 9 Leuten. Und dann haben wir unseren ersten Stopp nämlich auch auf Mohawk Territory gemacht, auf dem Weg zwischen ja. Ist das bestätigt? Krass. Und dort haben wir dann eben kurz gehalten und wirklich dieses Zentrum von diesem Reservat bestand eben aus einer Tankstelle, wo man unversteuertes oder weniger versteuertes Benzin gekauft hat, einer Cannabis-Dispensary, wo man unversteuertes Cannabis verkaufen konnte und einem Tankstellenshop, der nur aus Tabakprodukten bestand. Naja, das stimmt tatsächlich. Also Ursula Haferbeck ist gestorben. Das ist ja eigentlich doch noch ein passendes Stream-Thema hier. Ja. Wir testen Süßigkeiten. Und freuen uns unseres Lebens. Also ich habe mich auf jeden Fall... Ich musste tatsächlich, mich hatte das damals sehr fertig gemacht, als meine Oma gestorben ist und ich dann diesen einen Grimm 104 Song gehört habe, wo dann auch diese Line drin kommt. Was ist das für eine Welt, in der meine Oma stirbt, aber Ursula Haverbeck lebt? Und ja, das hat mich damals sehr getroffen. Dementsprechend ist es vielleicht jetzt ein wenig, wie heißt es? Schmerzen. Katharsis. Katharsis, ja. Ja. Genau, und abgesehen davon, von diesem Tabakprodukt, was ich dort nicht erworben habe, habe ich noch einen politischen Sticker von dem anarchistischen Café, was ich in Toronto besucht habe. Und zwar möchte ich das auch nicht vorenthalten, dass auch politische Propaganda in der anarchistischen Szene, glaube ich, etwas anders ist als bei uns. Da steht da alles drauf, ey. Das ist, die haben generell so voll krass, ne, über das Thema die ganze Zeit. Also es steht Israel als Zigarettenmarke, oben als Produktbeschreibung Settler Colony und unten steht als Warnlabel Zionism is a white supremacist ideology which leads to ethnic cleansing and genocide. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, von dem, was deutsche Linke aufregen wird, nicht der schlimmste Sticker, den ich in diesem Laden gefunden habe.
Das alles war nämlich auch gratis als Sticker sich zu nehmen mit dem großen Label Zionist Fuck Off and Die. Ja, das war doch sogar im Hintergrund von dem Bild, was wir veröffentlicht haben. Das habe ich ja später gesehen, dass das noch so. Ja, das war einer von den beiden Regalen, das stimmt. Das ist. Auf der anderen Seite gab es auch noch welche. Ja, und das letzte ist, welches Lied Negativland? Ich meine, das wäre. Wie hieß das denn? Sommer oder so in dem Sinne? Ich glaube, das war auf dem letzten gemeinsamen ZM-Album. So, und das Letzte, was ich noch vorstellen möchte, das ist ein Buch, was ich da geholt habe, und das ist Seven Fallen Pharaohs von Tanja Talaga. Und das ist wirklich ein herausragend gutes Buch für eine breite Öffentlichkeit, würde ich sagen. Wenn man sich für das Thema First Nations oder generell eigentlich Indigene in Kanada interessiert, weil es sehr einfach zugänglich ist, dadurch, dass es im Endeffekt zur Hälfte True Crime ist und nämlich, also jetzt nicht in dem Sinne True Crime, wie man sich das jetzt vorstellt von eben, ganz dramatischen Beschreibungen von den Mördern und den Opfern oder so, sondern es geht um die Tode von 7 indigenen Teenagern in einer Großstadt im Norden von Ontario, nämlich Thunder Bay, mit einer starken rassistischen Vergangenheit. Und an diesen 7 Fällen werden eben die strukturellen Probleme von Indigenen in Kanada und auch die siedlerkolonialistische Vergangenheit von Kanada aufgemacht und auch daraus dann eben Bezug genommen auf die aktuellen Probleme. Und das fand ich eben sehr gut, weil es sich sehr einfach lesen lässt und sehr gut eben diese eher geschichtlichen und eher politisch-analytischen Aspekte davon reinmacht und dabei dann aber auch eben einfach eine sehr menschliche Komponente aufmacht, dadurch, dass es dann sehr nah am Leben der Leute schreibt. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich eingangs erstmal damit auseinandersetzen möchte. Und das war auch tatsächlich überraschend, weil ich dann auch direkt dran denken musste, verdammt, das ist ja eigentlich das, was wir auch damals, was wir in der Sacco und Vanzetti-Folge gemacht haben und was wir dann auch bei True Crime besprochen haben, wie gut eigentlich auch manchmal so True Crime-Fälle dafür geeignet sind, um daran dann große politische Fragen aufzumachen. Und das ist eben in diesem Buch sehr gelungen. Deswegen für alle, die Fans von True Crime sind oder sich für das Thema interessieren, Seven Fallen Pharaohs, am besten mal reinlesen, wenn ihr das hier bekommt. Gut, ich würde sagen, es ist wieder Zeit für Süßigkeiten. Ja. Machen wir weiter. Wirklich ein sehr lebendiger Einblick, den wir heute bekommen. Kulinarisch und in vieler anderer Hinsicht. Du wolltest jetzt was Herzhaftes haben, ne? Was Plastiges. Er ist so eine rechteckige Form, uneben. Ist das? Ja, das wird sein. Schön. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier, was finde ich erstmal wirklich gruselig aussieht. Also ich finde, diese Wurst sieht wirklich. Also es ist Elch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich meine. Ich wollte natürlich was wirklich authentisch Kanadisches mitbringen. Jetzt werde ich genötigt, hier Elch zu essen. Oh mein Gott. Wobei es eigentlich auch scheißegal ist, ob ich Elch oder irgendein anderes. Also der Elch, dem Elch ging es bestimmt besser als dem Schwein von deiner letzten Currywurst. Glaube ich auch. Der jetzt in dieser Wurst uns seine Kraft zurückgibt. Ja, Elch. Oh, machen wir direkt wieder Fenster zu, das ist direkt so arschkalt. 50 Gramm. Es sieht halt diese Wurst jetzt so ein bisschen gruselig aus, finde ich. Weil die ist so dunkel. Ja, ist halt wild, ne? Echt Wurst. Best before 2025. Das ist super. Dann ist alles noch im Rahmen. Ja, das Ganze ist das Ganze ist fermentiert, kalt geräuchert, traditionell authentisch und 100% natürlich. Und es ist auch mit
Ja, heimischem Elch aus Kanada. Schwein, Rind. Okay, ist nicht nur Elch, okay. Genau, und eben, ja, dann noch alles mögliche. Gewürzen gemacht. Alles mögliche drin. Diverse Gewürze. Ja, jetzt gar nicht so viel, das ist schon recht natürlich. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Und ich glaube auch, Elch, ich glaube, das Wapiti ist einfach die alternative Bezeichnung für Elch. Beziehungsweise die Indigene, oder was? Kann gut sein, ja. Ja, ja. Die sind halt sehr dunkel, ne? Aber ja, wie du sagst, das ist dann halt wild. Ich finde auch diese Schicht da drauf, die macht mich etwas stutzig. Ziehen wir uns die jetzt ganz rein, oder? Ja, eine, das ist ganz... aber auch gut. Ist wahrscheinlich tatsächlich, weil die fermentiert ist, dass die dann diese Kristallbildung darauf hat. Weil die hatten tatsächlich auch diese Patina schon. Danke dir, Blumenhansi. Für den Support. Ja, schön. Ich hatte tatsächlich auch diese Patina schon, als ich sie, ich habe es in einem, es war sehr gut, das war so ein italienischer Spezialitäten-Supermarkt, wo man unter anderem auch Duplo für $10 bekommen hat. Ja, ziemlich geil eigentlich. Steht auch extra, dass man die nicht in den Kühlschrank machen muss. Also sind wir auf der sicheren Seite. Boah, das ist wirklich sehr intensiv. Mhm. Flavor ist tatsächlich von den Nährwerten sehr gut für so getrocknete Würstchen. Also müsst ihr euch das mal vorstellen. Normalerweise hat Beefy immer mehr Fett als Protein. Und das schmeckt meiner Meinung nach fast noch saftiger als eine Beefy. Vor allen Dingen sehr viel differenzierter und unterschiedlicher im Geschmack. Das hat sehr viele unterschiedliche Ebenen. Also Beefy hat ja eigentlich einen Geschmack. Und das hier hat dreimal so viel Protein wie Fett. Das hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich gedacht, dass das jetzt wirklich sehr trocken wird. Was ist ja bei Wild? Was ist ja, Wild kann ja sehr proteinhaltig und sehr wenig Fett sein. Super. Also. Mhm. Und wirklich, es hat so unterschiedliche Ebenen. Also es ist nicht ein Geschmack, sondern während du so eine Rutsche isst, ist es quasi echt so drei, vier verschiedene Ebenen geschmacklich. Kein Scheiß. Ja. Ich sag das jetzt schon mal, das ist die beste getrocknete Wurst, die ich je gegessen habe. Das schmeckt ist so. Auch so frisch im Gegensatz zu Beef oder so. So wirklich, wow. Aber auch schon recht nett mehr, das kann man nicht mit Beefy vergleichen. Ja, aber das ist halt so das. Das ist wieder, das ist das Referenzprodukt, klar. Sehr gut. Also kein Scheiß, wäre das wirklich. Ich weiß nur, dass es echt recht teuer war. Was echt ist, aber kein Scheiß, ne? Wenn ich da Zugang hätte, beispielsweise für so eine Packung für, ja, das wird es nie geben, aber für 1,50 oder für 2 Euro oder so, das wäre ein Standard bei mir. Das wäre wirklich, ich hätte massenweise von diesen Packungen zu Hause. Ich würde das immer auch irgendwie so, wenn man mal so mitnehmen, einfach mitnehmen, wirklich, das ist super. Das Nährwerte, genial, das super lecker, super saftig. Besser als beefige Ratze, ja. Ja, auf jeden Fall. Wow. Ja. Geil. Ich beschreibe es mal einfach mit Wurst. Ich habe noch eine Wurst, kommt ja nicht. Nee. Es ist einzigartig. Also, es gibt schon fast nie Wildwurst bei uns so getrocknet. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und dann noch Elch. Ja, Elch. Das stimmt. Also deswegen, wenn man Elch kriegt man jetzt auch wirklich nicht so oft. Okay, Punktzahl. 3, 2, 1, 9. Ja.
Mal extra jetzt hier Zeit gelassen, weil die echt gut ist. Gibt es Elche im Sauerland? Halt mal. Ja, das müsstest du doch wissen. Ja. Da gibt es Elche. Nee. Hirsche. Ja, Hirsche und Elche, ja. Elche? Ja. Ich dachte immer, es gibt keine Elche in Deutschland. Oder Freiwild lebende. Oder sind das... Also Hirsche gibt es ja. Ja, Hirsche, genau. Ich heute ist wirklich schlimm, halt, dass ich... Ich glaube, Elch, also ich, das ist jetzt, weil Leute mir immer unterstellen, dass ich doch die ein oder andere Sache über die Welt weiß. Ich bin echt nicht bewandert in Tieren, bei Tieren so. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Elche und Rentiere sind doch im Endeffekt das Gleiche, oder? Ja, Hirsch und Reh. Ja, genau. Also keine Elche, so. Aber Elche? Genau, Hirsche gibt es im Sauerland, aber keine Elche. Elche so. Und Rentiere sind doch das Gleiche, oder? Elche und Rentiere sind das Gleiche, keine Ahnung. Ich meine schon. Vielleicht kann das ja irgendjemand nochmal reinschreiben. Ja, für die sich fragen, wie schmeckt Elch? Schwer zu sagen, weil da war ja jetzt auch noch alles Mögliche mit drin. Genau, ich würde sagen, dass es an so einen schon herberen, aber nicht super starken Wildgeschmack rankommt. Also es ist auf jeden Fall schon herb, wie man das von Wild kennt, aber jetzt nicht auf der ganz oberen. Hast du Elch auch mal so gegessen? Nee, noch nie. Das war mein erstes Mal Elch. Okay, jetzt kommen die Erklärungen von euch. Elche. Unterschied zum Elch. Elche, die wie die Rentiere und unsere Rehe zu den sogenannten Trughirschen einer Unterfamilie der Hirsche gehören, sind im direkten Vergleich übrigens leicht von den Rentieren zu unterscheiden. Sie sind viel größer. Ein Elchbulle kann schon mal über 2 Meter groß werden. Schulterhöhe. Ja, das Das war auf jeden Fall tatsächlich echt gut, das was Herzhaftes zu essen. Ja, nee, ich meinte auch tatsächlich, also ich habe auch im Kopf natürlich, dass unsere Hirsche unterschieden sind von Elchen und Rentieren. Die Frage war eher, sind Elche und Rentiere das Gleiche? Wir machen einfach schnell weiter, das ist eine unangenehme Situation irgendwie. Ja. Es kostet doch mal gerne aus, wenn ich was nicht weiß. Es ist ein weiteres Bierporn, das finde ich geil. Mehr davon. Ja. Es ist Birthday Cake. Soft Cookie. Wie heißt das eigentlich auf Französisch? Auf Serbisch, auf Serbisch. Schnell wieder hier die Deutungshoheit gewinnen. Genau. Okay. Elche und Rentiere sind so ähnlich wie Hirsch und Reh. Da habe ich heute mal was dazu gelernt. Okay, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist weiß. Vielleicht packst du es mal auf den Teller. Yep. Es ist weiße Schokolade oder so eine Zuckerglasur, ja, vielleicht auch eher. Es hat auf jeden Fall, wenn man hier guckt, wieder die Tatzenform. So ganz leicht, aber noch deutlich leichter zu sehen, als wie es bei den Brownies war. Und von unten ist ganz damit zugekleistert. Kannst mir gerne noch ein Stückchen mehr abgeben, damit du nicht... Ich habe hier noch was drin. Na gut. Oh, probieren wir doch mal. Mhm. Auf jeden Fall noch mal weicher als das erste. Mmh. Lecker. Schon sehr unterschiedlich vom Geschmack zu dem anderen. Was ich geil finde, dass es so unterschiedlich ist.
Das ist keine Zuckerglasur, sondern wirklich so weiße Schokolade, ne? Oder? Ja, also es hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, es hat so diese... Sehr zuckrige weiße Schokolade. Genau, so diese Candy-Glasur könnte auch Zucker und irgendwie so Milch und Fett sein. Mm, ja. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber was ich da sehr gerne mag, ist die Konsistenz. Ja. Das ist sehr... Das ist, glaube ich, auch freundlich für Leute, die schlechte Zähne haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie viel davon essen sollten. Wahrscheinlich dann eher wie ein Teufelskreis, wenn man dann nur noch Bärpaws isst. Und gut, wer sollte sich halt von Bärpaws ernähren? Leute in der Nähe eines Food Basics im Großraum Waterloo, Kitchener. Ja, komm, das ist halt schon ein sehr, sehr leckeres Gebäck, so. Das stimmt. Komm, so mitnehmen. Vielleicht ein Tacken zu süß. Ja, aber was ich da halt schön finde, was man auch mal positiv hervorheben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das von Fertigkuchen oder so Fertiggebäcken in deutschen Supermärkten kennt. Die haben häufig so einen leicht alkoholischen Geschmack. Ja, von das irgendwie, stimmt, das ist nicht so angenehm. Dem, wie das, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, da wird auch teilweise ein Alkohol für irgendeinen Backvorgang oder so verwendet oder zur Haltbarkeit. Mhm. Und das haben die überhaupt nicht. Also die schmecken tendenziell schon eher so, natürlich jetzt nicht frisch, wie wenn man es vom Bäcker holen wird, keine Frage, es schmeckt dadurch irgendwie weniger wie einfach nur von, nur einfach nur jetzt gerade aus der Plastikverpackung ausgepackt. Mhm. Okay, jetzt habe ich hier schon einmal so stehen, dann mache ich einmal das in schwarz und einmal in weiß. Kannst ja auch einfach BC Birthday Cake unterschreiben. Okay. Ist es einzigartig? Vielleicht. Ich würde in dem Fall vielleicht sagen. Was hatten wir bei... da hatten wir ja, weil das schon nochmal ein... Das fand ich auch nochmal besonderer. Wobei da war ich auch schon in vielleicht. Und da warst du... Wolltest unbedingt ein Ja haben. Also mit dem mit der Tatze und so. Genau. Das ist ja auch das, was ich... ja, gut. Ja, meinetwegen können wir uns darauf einigen, dass wir bei beiden so ein vielleicht ja. ausmachen. Mach ich gleich. So, die Bewertung. Okay. 3, 2, 1, 8. Ja, für mich war es ein schlechter als die andere Sorte, für dich war es ein besser als die andere Sorte. Ja. So, ich guck mal, ich taste mal einmal, wie viel wir noch haben, weil es nicht mehr so viel Platz ist auf der Tafel. Ach, scheiße, das sind noch voll viel. Echt? Ja, es sind voll viel. Da sind noch voll viele Sachen drin, so kleine Sachen ganz viel. Das ist gar nicht mehr auf dem Schirm, dass so viel ist. Das ist mega viel, Alter. Ja. Jetzt kommt die nächste Schoki. Ich dachte auch so, du warst die ganze Zeit so, ja, pfff. Hast du auch noch wieder eingepackt. Ja, ja, und dann habe ich nicht so viel Platz gelassen. So, hier kommt die nächste Schoki. Auch wieder sehr... Ja, wir haben verstanden, das kommt aus Kanada. Das ist richtig. Hier so im Hintergrund mit den Blättern. Guck mal. Hier oben, Kanada, true. Guck mal, hinten ist auch noch so ein schönes Bild mit so hier den herbstlichen Bäumen und yeah. So. Hard Industry. Das ist geil. Das ist richtig übertrieben. Okay. Ja, die habe ich auch tatsächlich... da war ich eigentlich nur, weil meine Begleiterin, die Berry waren, die wollte sich noch am Shop irgendwie so ein irgendwas mit University of Waterloo holen. So, das ist ja gerade bei Studentinnen der Anglistik sehr beliebt, in irgendeinem Pulli einer englischsprachigen Universität rumzulaufen, an der deutschen Uni. Und dort habe ich dann eben, da waren dann auch sehr viele chinesische Auslandsstudierende, auch ein paar aus Korea, gerade am wilden Shoppen für zu Hause, um wirklich kanadische Produkte rauszumachen. Da habe ich dann zufällig gesehen, warte mal, das hatten die auch die verkauft. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man eigentlich so irgendwie in einem normalen kanadischen, also das haben die da auch, ne? Aber jetzt keine Schokolade. Ich glaube, die ist schon so ein bisschen auf so
Mitbringselindustrie möglichst kanadisch. Die Leute sollen wissen, ja, Sohnemann, Töchterlein studiert jetzt für sehr viel Geld in Kanada. Ja, und da dachte ich mir, das können wir uns nicht entgehen lassen. Mach gut, Gringo. Schlaf gut. Bis bald. So gut gesagt, Blackwood Demon, was nicht gegessen wurde, kann im Millionensalon verteilt werden. So, das ist nämlich jetzt auch das Besondere. Die Schokolade ist jetzt nicht nur oder nicht mit Ahornsirup gemacht, sondern sie besteht zu 100% aus Ahornsirup. Das ist einfach ein Block Ahornsirup. Nee, es ist mit Ahornzucker gemacht, weil man kann natürlich den Sirup einfach immer weiter einreduzieren, weil er im Endeffekt nur aus Wasser, Zucker und eben noch so ein paar anderen Bestandteilen besteht und dann kriegt man irgendwann Ahornzucker und mit Ahornzucker kann man natürlich auch normalen Zucker dann ersetzen oder wahrscheinlich wie hier einen Maple Crunch erzeugen. So. Ich hoffe doch, dass das sieht erstmal wie recht normale. Dass es auch eine entsprechende Abbildung noch auf der Schokolade vorne drauf gibt. Sonst wäre ich schon enttäuscht. Nee, das ist ein ganz normales enttäuschend Streifenmuster. Gib dir mal das große Stück. Ich komm weh. Ja komm, dann nehme ich hier auch noch. Nimm die Hälfte. Dann nimm du hier einfach die Hälfte von. So. Gut. Oh. Das riecht mal wieder richtig raus. Ja, schon intensiv. Also, ganz normales Stück Schokolade. So sieht's aus. Okay. Wow. Mega interessant. Dafür, wie das Branding war, dachte ich, dass das jetzt einfach super plakativ sein wird, aber es ist erstaunlich subtil und facettenreich. Also es ist auch wirklich eine gute Milchschokolade wieder mal. Aber nichts, das ist keine normale Milchschokolade. Also ich finde wirklich, du schmeckst es richtig raus, das ist was Besonderes. Ja, dass es mit dem Ahornzucker auch gemacht wird. Ich sage nur, es ist auch an sich erstmal eine gute Milchschokolade. Ja. Und wie gesagt, es ist deutlich, deutlich subtiler, als ich es gedacht hätte. Und das jetzt nicht im Negativen, nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wie mit dem Blaubeeren irgendwie, wo ist das jetzt überhaupt? Aber du denkst halt, du siehst diese Verpackung und du denkst, es wird jetzt wirklich so auf die Fresse irgendwie. dass irgendwie Onkel Chi jetzt auch in Beijing dann weiß, okay, das ist aus Kanada. Ich glaube, ja, Nightmare. Zuckerrübensirup, würde ich auch sagen, ist das deutsche Äquivalent zum Ahornsirup. Da haben wir dann ja auch so eine ähnliche Kultur, zumindest bei älteren Leuten rum, mit dem Goldsaft auf dem Brot. Weiß ich, war es bei dir auch so? Mein Papa hat beispielsweise gerne diesen Goldsaft auf dem Brot gegessen. Ich finde das eigentlich auch ganz geil. Ja. Aber es ist auch interessant, also es ist schon im Vergleich sehr wenig genutzt. Ja, aber das heißt Zuckerrübensirup. Im Vergleich hast du, was die da machen. Das hat ja auch überhaupt nicht den gleichen Stellenwert für die nationale Identität. Richtig. Also es ist ja wirklich so, Ahornsirup ist so, man kann schon sagen, Ahornsirup ist wahrscheinlich das wichtigste nationale Symbol von ganz Kanada. Also wenn man jetzt alles zusammennimmt, das ist Zuckerrübensaft jetzt, oder Zuckerrübensirup jetzt nicht. Vielleicht, also ich mag jetzt, das ist jetzt vielleicht so eine patriotische Einlage, vielleicht mag es auch daran liegen, dass es ja wirklich in Deutschland sehr viele, sehr unterschiedliche Spezialitäten in der Nahrungswelt gibt. Und ohne jetzt in Kanada gewesen zu sein, wäre jetzt meine Vermutung, dass das nicht ganz mithalten kann mit dem, was man alles in deutschen Spezialitäten hat. Ja, nee, also das stimmt schon. Also da ist die deutsche Küche ja auch besonders so, dass es da so viele. Auch jede Region hat wieder eigene Sachen, die auch wirklich eigen sind und so. Oder natürlich manchmal auch Abwandlungen von, aber. Ja, oder auch verbunden natürlich manchmal mit Sachen, die wir in Österreich, in Frankreich, in der Schweiz, in Polen oder so haben, dass es da natürlich Überschneidungen gibt. Aber es ist schon sehr, sehr facettenreich, sowohl was Backkultur als auch was Hauptspeisen und so angeht.
Ich nenne das Ganze mal einfach Sirup-Schoki. Sirup-Schoki. Ist es etwas Besonderes? Ich würde, oder etwas Einzigartiges, ich würde schon sagen, mindestens vielleicht so an der Schwelle zu ja, weil ich wirklich finde, dass es für eine normale Milchschokolade, das ist ja eigentlich nur eine normale Milchschokolade, schmeckt es wirklich einzigartig. Ich habe noch nie so eine Art von Milchschokolade gegessen. Das ist schon. Es ist jetzt nicht mega dominant, aber es ist schon sehr unterschiedlich. Ja, ich meine, vielleicht habe ich einfach. Vielleicht bin ich da jetzt am Zögern, weil ich so viel mit Ahornsirup gegessen habe. Aber im Endeffekt würde ich auch mit dir mitgehen. Das ist ja auch was, das kriegst du hier jetzt nicht. Ja. Also eher ja. Und dann der Geschmackstest. Oder das Produkt insgesamt. Wie viele Punkte geben wir? 3, 2, 1, 8. Yes. Das ist eine sehr positive Überraschung für das, wie ich das mit der Geschichte, wie ich es erworben habe, erwartet habe. Weil eigentlich denkt man da ja, okay, das ist jetzt so ein reines Mitbringsel Duty-Free-Produkt und dafür war es wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja. So, gucken, was als nächstes kommt. Also ich habe jetzt hier noch so eine ganze Hand von so kleineren Sachen. Ich weiß nicht, ob das teilweise das gleiche ist oder so. Oh ja, davon musst du uns jetzt einmal... Mr. Big! Von dem kleinen Mr. Big musst du uns auf jeden Fall zwei rausholen. Das kann man nicht durchmachen. Okay. Ich glaube, es ist nicht nur Mr. Big. Es ist nicht nur Mr. Big, ja. Es ist aber... nicht nur Mr. Big. Oh. Genau. Tatsache, okay. Kannst du sonst natürlich für den Anschlusstest auch schon draus lassen. Ja. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Mr. Big an. Mr. Big. Oh. Ja, dazu muss man einmal sagen, der Grund natürlich, weil es entbehrt hier nicht einer gewissen Ironie, dass... Machen wir mal einen Mr. Big. Das, den kannst du nicht wirklich durchbrechen. Du musst es schon so für die volle Mr. Big-Erfahrung denken. Es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass Mr. Big eben recht klein ist. Das liegt aber daran... Dass Mr. Big tatsächlich eigentlich in einem sehr großen Riegel sonst verkauft wird. Ja. Ich habe mich aber für die kleinen Snacks entschieden, da ich jetzt auch einfach keinen Platz mehr hatte und keine Möglichkeit endlos von diesen Dingern, da du die teilweise auch einfach nur in so Kilopackungen wirklich bekommen hast. Und dann habe ich halt die kleinen von so Halloween Candy mitgenommen, weil es im Endeffekt das gleiche Ding ist, nur halt so ein Bite-sized Snack. Boah, aber da muss in so vielen Sachen muss so viel Scheiße drin sein und es muss, also wir haben es ja auch selber bei mehreren Produkten gesagt, wie zuckerhaltig die sind. Man merkt halt so richtig, also wir haben jetzt auch schon einiges gegessen, ne? Aber man merkt schon, wie krass das Zeug reinhaut, was man hier frisst. So sieht das Ganze aus. Wie man sieht, ist es auf jeden Fall karamellig. Mr. Big hat auch ein bisschen gelitten. Oh ja. Mr. Big hat einen recht starken Eigengeruch. Nussig. Das riecht nach Nuss. Das riecht nach Erdnüssen und Kakao. Aber tatsächlich interessant nach Kakao. Hätte ich jetzt nicht gedacht für so einen Riegel. Okay. Das sieht innen drin aus wie ein Lion. Mhm. Schmeckt nicht wie ein Lion, aber es sieht aus wie ein Lion. Mhm. Okay. Also der erste Kauer, sehr gut. Das ist noch besser als ein Lein geschmeckt. Im Nachgang aber wieder... Einfach nur Zucker. Sehr süß. Also auch wieder zu süß. Boah. Also echt hart. Also ich mag Lein halt sehr gerne. Deswegen ist es...
Ende war wieder, also nicht ganz so schlimm wie Coffee Crisp, aber auf einem sehr guten Weg zu Coffee Crisp. Also dieser Anfangsgeschmack ist sehr drakonisch. Der erste Geschmack, den finde ich wirklich sehr gut. Also der ist auch drakonisch, wirklich. Ja. Der ist so einmalig. Den habe ich so jetzt nirgendwo anders bisher in so einem Riegel gehabt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann das gar nicht zuordnen. Ja, aber es ist sehr nussig. Also ich gehe mir mal etwas holen. Ja. Also es ist ein sehr nussiger Geschmack, aber dann hat man wieder dieses, man hat halt wirklich das Gefühl, einfach nur noch Zucker im Mund zu haben. Das ist echt sehr unangenehm. Was diese überwältigende Zuckermasse angeht. Mr. Big. Ich hoffe echt, dass wir jetzt hier bald auf der Zielgeraden sind. Ich glaube, wir haben jetzt nach Mr. Big jetzt noch zwei Sachen oder so. Glaube ich. Zwei oder drei Sachen noch nach Mr. Big. Würdest du sagen, Mr. Big ist einzigartig? Vielleicht. Also der erste Geschmack ist schon sehr eigen. Ja, würde ich auch sagen, vielleicht. Aber es ist jetzt auch nicht. Es ist halt schwer rauszuarbeiten, dass es wie so ein Mischmaschprodukt irgendwie wirkt. Ich bin halt auch überrascht, weil ich hatte auch meinen Arbeitskollegen das mitgebracht und beide, die das probiert hatten, als ich in der Schicht war, meinten auch direkt zu mir irgendwie, oh, Black Demons. Ja, das war auch direkt, die haben auch beide direkt angefangen, solche Sprüche irgendwie in die Richtung damit zu machen. Aber die waren beide wirklich sehr überzeugt davon, dass Mr. Big ein sehr schmackvoller Mister ist. Aber das kann ich irgendwie jetzt nicht so richtig spiegeln. Gut, machen wir erstmal die Bewertung. Ja. 3, 2, 1, 6. Spannend. Ich hätte sogar noch eher überlegt, ob ich auf eine 4 oder eine 5 gehe. Ich hätte das jetzt ungefähr bei den Oreos eingeordnet. Also ich würde schon eigentlich sagen, dass es geschmacklich besser ist als die Oreos, aber dafür war das Oreo-Erlebnis halt viel geiler. Ja, das auf jeden Fall. Boah, geschmacklich weiß ich nicht, ob ich die besser als die Oreos einordnen würde. Schwierig. Ich glaube, das ist jetzt echt so eine Sache, wenn ich nichts Süßes gegessen hätte heute, dann wäre es für mich eine 6. Oder ich darf es vielleicht nicht mit den normalen Oreos vergleichen, weil die Oreos, das war natürlich soweit auch unten, weil es halt so eine beschissene Änderung der eigentlich sehr guten Oreo-Formel war. Ja, ich glaube, mein Problem damit ist, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die Mr. Big auch wirklich mögen, wenn sie es deutlich süßer mögen. Aber mir fehlte halt neben diesem ersten Bissen, dass sich der Charakter dieses Riegels irgendwie durchzieht, weißt du? Ja, verstehe. Dann wäre es vielleicht was anderes gewesen mit Mr. Big. Mr. Big auch, das kann man schon mal dazu sagen, mit dem anderen Riegel, den wir jetzt gleich haben werden, beides von Cadbury hergestellt, das ist ein britischer. Sieht man auch überhaupt nicht, dass das zum gleichen Anbieter kommt, sieht eigentlich fast genauso aus. Ist eigentlich ein britischer Anbieter, aber die haben auch Riegel, die eben in Kanada hergestellt und erfunden werden. Wunderbar. Genau, und jetzt haben wir die. Wunderbar, das ist auch tatsächlich was, das kriegt ihr in Deutschland. Beispielsweise im Rewe an der Kasse. Ist mir aber, bevor ich da war, nicht aufgefallen, dass es das auch hier gibt. Das ist auch original kanadisch? Genau, das ist aus Toronto. Beides auch gehört zur kanadischen Süßigkeitenkultur. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Wunderbar auch so ist, aber Mr. Big ist auch auf jeden Fall in Kanada erfunden und wird nicht nur dort produziert. Wunderbar, wunderbar. Ja, wir erinnern uns, ne? Das ist Kitchener Waterloo Oktoberfest. Gucken wir mal, was Wunderbar im
Unterschied zu Mr. Big so kann. Ich mache das Ganze hier auch mal auf. Spritzt mir schon ihr Karamell entgegen, ordentlich. Ich finde, von der Form her erinnert es jetzt eher an einen Twix oder an vielleicht auch noch die kleinen Amicellis, die es, glaube ich, gab es die nicht auch mal bei Celebrations? Oder ist das jetzt was ich mir hier im Zuckerrausch ausdenke? Vielleicht auch generell erinnert es ein bisschen an eine Amicelli-Form. Probieren wir es. Gucken wir, was wunderbar so wunderbar macht. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich gerade bei Amicelli war. Okay. Das ist aber sehr gut. Schmeckt mir deutlich besser als Mr. Big. Mhm. Ja. Mhm. Es ist wie ein, ich würde sagen, wie ein Snickers, nur in anderen Mengenverhältnissen irgendwie so. Deutlich weniger Nüsse, deutlich mehr Karamell. Aber schon sehr ähnlich vom Geschmack her. Zumindest erst. Danach geht es noch weiter davon weg. Danach geht es eher Richtung Twix gegen Ende. Sehr interessant. Mhm. Also es kommt jetzt am Ende auch, vielleicht ist es auch tatsächlich, weil wir ein bisschen zum Ende des Tests jetzt ankommen und sehr viel Süßes gegessen haben. Es ist auch am Ende jetzt nochmal diese Note, dass es mir zu süß ist. Aber dieses Karamellsüß, es ist nicht nur einfach zuckersüß, wie jetzt bei Mr. Big. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dieser knalligen Süße. Ja. Es ist wirklich sehr, es lässt sich dadurch, dass es auch durch das Karamell recht lange einem im Mund bleibt, war es dafür sehr angenehm, für wie lange sich das im Mund hält. Ja. Es ist auch, du hast gesagt, es erinnert dich an Snickers mit unterschiedlichen Mengenverhältnissen. Ich würde tatsächlich sagen, dieser Erdnussgeschmack hat mich sehr stark an Oui's Peanut Butter Cups erinnert. Auch ja. Von der Konsistenz. Und dann das eben mit sehr viel Karamell und einzelnen Erdnusskernstücken gemischt. Mhm. Und wirklich auch sehr, sehr interessant dann eben in diesem Riegelformat. Boah, weißt du, worauf ich gerade voll Bock gewonnen habe, weil wir immer diese Scheiße fressen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so geil, aber so Fitness oder dieses pseudo-gesunde Essen. Wo es dann ja auch so einen Trend mit gibt, mal zu machen. Wir können ja mal so, gesunde Alternativen zu irgendwas probieren, genau. Dann wie nah das ist. An dem trashigen Original dran ist. Irgendwie können wir mal den Snickers und den Mars-Proteinriegel probieren und sowas. Naja, so Zeug. Also eine gute Idee. Ja, aber das war schon. Tafel. Das war schon wunderbar. Bin sehr positiv überrascht nach dem, was jetzt mit Mr. Big der Fall war. Ich bin echt ein bisschen schockiert, wie viel das denn doch war. Das ist mega viel. So, ist es was Besonderes, Einzigartiges? Nein. Ich würde, wenn wir bei Mr. Big das sagen, ja, würde ich sagen, dann müssen wir auch eigentlich dann vielleicht machen. Dann machen wir da auch vielleicht mit wegen. Weil so. ist es ein Riegel, den ich so noch nicht gegessen habe. Okay. Wunderbar. Was ist die Bewertung? 3, 2, 1. 7. 8. Also es wäre auf jeden Fall eine... Ja, ich bin auch eher bei 7. Es wäre für mich eine richtige 8 gewesen, wenn nicht am Ende noch dieser Nachgeschmack gewesen wäre. Weil dann wäre es wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte. Jetzt nicht irgendwie... Boah, da muss ich aber auch nochmal bei Mr. Big runtergehen. Dann gehe ich auch nochmal bei Mr. Big auf 5. Also ich kann da nicht... Nee, das wäre so nah beieinander. Ich bin eigentlich schon fast am Überlegen, ob ich Mr. Big nochmal runter... Ja, also ich will gar nicht mit wunderbar über eine 7 gehen, weil dafür war der Nachgeschmack immer Mr. Big im Vergleich zu wunderbar war schon echt. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier noch 2 verschiedene Sachen drin. Ich hole mal alles jetzt einfach raus, was hier noch drin ist. Oh Gott. Ach, wir haben noch den Coffee Crisp. Nein, Mann, das kann nicht sein. Du hast 2 davon geholt einfach. Warte mal. Nein, das ist nicht noch. Nein, Junge, das ist nicht noch mal eine andere Version von dem Dreck.
Oh. Ich wusste ja nicht, wie Coffee Crisp ist. Es war halt. Oh, Junge, nein. Das ist die Wundertüte leer, ne? Ja, es war halt leer. So, dass Coffee Crisp immer als der Nationalriegel war und ich habe ihn dort ja nicht verstehe, probiert. Aber, und deswegen habe ich ja auch dann zwei Coffee Crisp geholt, natürlich, als ich gesehen habe, dass es das noch in einer Special Edition gibt. Und dann haben wir hier noch so Lutschbonbons in dem entsprechenden Stil. Gut, wir müssen das jetzt durchziehen, mein Lieber. Es macht auch Sinn, das vorher zu essen. Ja, zuerst das und dann die Bonbons zum Schluss. Boah. So, aber was versetzt uns denn jetzt hier in Angst und Schrecken bei dem Coffee Crisp Riegel? Das sehen wir jetzt hier, wenn die Kamera aufstellt. Und zwar handelt es sich dabei um einen Coffee Crisp. Hör mal, da ist der Cup dran. Kann ich das? Nee, da so. Und zwar ist das ein Caramel Iced Cappuccino. Das verspricht natürlich eigentlich nichts Gutes, da es an sich schon absolut penetrant süß war, wie meine Mutter sagen wird. Das wird doch jetzt eigentlich viel anders. Das ist einfach nur ein bisschen andere Aromen zu dem Caramel anderen. Caramel Eis, das klingt eigentlich schon. Boah. Das nee. Wird jetzt auch einfach nur komplett süß sein, so wie das andere, nur halt mit einer leicht anderen. Ja, Nightmare, guck mal, die Sache ist die, wenn wir jetzt schon hier die Sachen da haben, dann ziehen wir das natürlich auch durch. Guck mal, wir sind so kurz davor jetzt. Das gibt's auch bei uns nicht. Ob ich jetzt noch so ein kleines Stückchen von dem direkt mir noch reinziehe oder nicht. Ich habe zwar Schweißausbrüche, aber die werden jetzt auch dadurch nicht schlimmer werden. Boah. Oh. Boah. Aber genau wie das andere, nur. Also es riecht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwann. Ich hatte die damals von meiner Oma geschenkt bekommen, weil sie die nämlich im Angebot gekauft hat und dann waren ihr die Pads dafür zu teuer. Und das war meine erste eigene Kaffeemaschine, nämlich die Tassimo. Die hatte ich dann mit 15, glaube ich, in meinem Kinderzimmer damals noch stehen. Dann habe ich immer, nachdem ich von der Schule kam, mich an die Xbox gesetzt, Xbox 360 und Xbox Live mit Freunden Battlefield 3 gespielt. Und dazu habe ich dann gerne mal ein... Viel Dreck gegessen. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Dreck damals gegessen. Meine Ernährung war zumindest die, die ich selber in der Hand hatte, also nicht, was meine Mutter gekocht hat, sehr schlecht. Aber ich habe auch sehr gerne mir dann diese überteuerten Tassimo-Pads von meinem spärlichen Taschengeld gekauft. Das war für mich natürlich auch erschwinglicher als für meine Oma, da ich dann eben nur mal einen so nach der Schule getrunken habe. Und dort gab es dann auch Iced Cappuccino Karamell-Pads. Und wenn man an denen gerochen hat, wenn man sie aus dieser überdimensionierten Verpackung für einen viel zu hohen Preis pro einzelnen Pad rausgeholt hat, dann haben die genau wie dieser Riegel gerochen. Dementsprechend eine sehr nostalgische Erfahrung, aber keine, die, glaube ich, ein gutes Geschmackserlebnis verspricht. In diesem Sinne probieren wir es mal. Oh. Auf jeden Fall intensiver. Das schmeckt tatsächlich auch ganz anders, finde ich. Ja. Überraschend intensiver als das andere. Und das ist auch für das, was es sein soll. Also es ist sehr süß noch am Ende. Übertrieben barsüß am Ende wieder. Aber es war tatsächlich am Anfang, dachte ich kurz, es könnte erträglich werden. Man sieht das einfach so krass. Guck mal, das ist keine Schokolade, das ist einfach nur so Zucker, der so leicht braun ist. Aber jetzt am Ende war es auch wieder. Es ist halt schade, es war auf einem guten Weg. Es hätte. Macht doch einfach, es ist doch wirklich so. Spart doch meinetwegen ein bisschen an dem Zucker und macht ein bisschen mehr Waffelteig oder so da rein. Das ist halt günstig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger als einfach nur Weißmehl ist. Ich glaube, Zucker ist sogar noch teurer. Es ist halt. Macht die Leute süchtig. Das ist ja auch. Ich weiß, ja, obwohl diese Nation scheint ja sehr auf Coffee Crisp abzufahren, aber vielleicht ist das auch Kanada. Also, das ist jetzt meine Nachricht ans kanadische Volk. Wir hatten 2,5 Stunden Dreck fressen. Jetzt kommt meine Nachricht ans kanadische Volk. Kein Scheiß, man muss ja wirklich sagen, wir haben heute so viele. Ich meine, ich habe auch wirklich investigativ versucht, das Beste von euch zu zeigen.
Und ihr habt so viele tolle Sachen, auf die ihr euch beziehen könnt. Und das ist der Nationalriegel? Das? Fassungslosigkeit. Es ist sogar ein Ahornblatt daneben. Überleg mal. Ich meine, mir fällt gerade kein deutsches Pendant ein, was richtig scheiße schmeckt. So. Aber ich meine, ich würde ja verstehen, wenn man irgendwie den Bundesadler neben das Knoppers-Logo oder so drucken würde. Das wäre verdient. So, Knoppers ist ein toll. Morgens, 9:30 in Deutschland. Genialste Werbung. Aber wie gesagt, schade. Ich dachte kurz, Coffee Crisp könnte rehabilitiert werden, aber das waren doch nicht. Ja, und Nightmare Nescafé Frappe Pulver, das habe ich selber noch nie getrunken, das könnte aber gut da rankommen. So, ich mache mal hier noch eine Kategorie Crisp, einfach so quetsche ich hier so rein, weil wir keinen Platz mehr haben auf der Tafel, das werdet ihr gleich sehen. Ist es auch wieder nein, nichts Besonderes, da stimmst du mit mir wahrscheinlich auch überein, ja. Das ist nichts Einzigartiges. So, was ist jetzt die Wertung? Punkte. 1, 2, 3, 4. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. 4 ist richtig. Ein Punkt mehr für mich als die Klassik-Variante. Und dann beenden wir unseren Wahnsinn für heute. Mit purem Zucker. Mit purem Zucker, mit diesem wunderschönen Bonbon. Pack's mal aus, Sieben. Pack's mal aus. Das sieht doch wirklich schön aus. So, das haben wir auch wieder in einem Ahornblatt Motiv. Tatsächlich auch ein Bonbon, was ich bei den Amish bzw. bei den Old Order Mennonites in St. Jacobs auf dem Farmers Market eingekauft habe. Das ist ja richtig reich gemacht, die Fundis da. Ich glaube, die Bonbons, die haben pro Stück irgendwie ein paar Cent oder so gekostet. Aber ja, ich habe viel, viel Geld bei religiösen Fundamentalisten gelassen. Sind auch meine liebsten religiösen Fundamentalisten, das kann ich schon mal sagen. Okay, das ist jetzt einfach nur. Jetzt ist es einfach nur noch Ahornsirup. Ja. Also, das ist nichts mehr anderes, das ist einfach nur Ahornsirup. Das ist einfach nur das. Das ist Ahornsirup, ja. Okay. Ein guter Zenit. Mhm. Das ist wirklich perfektes Ende für diesen Test. Einfach nur noch einen Block Ahornsirup inhalieren. Ja, absolut geil. Das riecht halt mehr. Es schmeckt halt einfach nicht schlecht. Also es ist tatsächlich auch viel besser ausgeglichen von der Süße als Coffee Crisp. Das Schöne an Ahornsirup ist ja, dass man diesen herben Geschmack dabei hat. Mhm. Ja, ich, ja. Es ist halt eigentlich nicht übersüß, obwohl es einfach nur Zucker 100% ist. Okay. Quetsche ich das jetzt hier noch mit rein. Ich muss das jetzt hier irgendwo so in die Mitte reinquetschen, wo noch so ein bisschen Platz ist. Ich nenne das einfach Bonbon. Ist es etwas Einzigartiges? Nein. Oder? Oder vielleicht? Ja, ist jetzt nicht irgendwie absolut einzigartig, aber Ahornsirup Bonbons ist schon was man hier jetzt nicht bekommt. Ja, mache ich es vielleicht. Sehr selten, wahrscheinlich. Und dann insgesamt die Bewertung 3, 2, 1, 5. 5. Mag jemand Ahornsirup? Ja, ich mag Ahornsirup. Also ich finde das jetzt auch nicht schlecht, aber ich meine jetzt, es ist halt einfach nur Ahornsirup. Ich weiß nicht. Aber ist das so wie, also würdest du sagen, dass der es gleich gut wie Mr. Big geschmeckt hat? Ich
Ich weiß es nicht mehr. Ich belasse es jetzt einfach dabei. So. Ja, das kann man jetzt natürlich. Wird es die Ahornsirupdose aus der FU Düsseldorf mitnehmen. So. Das ist die gesamte Tabelle jetzt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es war doch erheblich mehr als gedacht. Also man kann es nicht so gut lesen, wie ihr hofft, weil, wie gesagt, falscher Stift. Aber wenn ich näher dran gehe, geht es einigermaßen. So. Wir haben insgesamt, bin ich doch sehr überrascht, wie gut es war. Wir haben... Also der größte Abgrund war auf jeden Fall das Coffee Crisp, das normale, der Standard-Nationalriegel mit 2 und 3 Punkten und das Jerky vegan Pardon mit jeweils 3 Punkten. Dann haben wir eigentlich ein relativ kleines Mittelfeld nur, also kaum Sachen, die so in der Mitte waren. Da waren echt nur so ein paar Sachen, wie jetzt halt zum Beispiel Mr. Big. Und dann... einen sehr, sehr hohen Anteil von wirklich guten Sachen. Mit den besten Sachen haben wir hier die Marshmallows. Scheiß Tafel mal weg hier. Die Marshmallows, die wirklich ausgezeichnet waren. Und die Wurst, die Elchwurst. Ja, zwei Produkte, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, ne? Und dann an dritten Platz so die Trüffel-Schoki von den Amischen. Ja, für mich war das, glaube ich, auch zusammen noch mit den Chips. Mhm. Auf jeden Fall so die kulinarischen Highlights, also vor allem muss man natürlich sagen, das stimmt schon, die Marshmallows und die Wurst sind bei mir auch wirklich absolut im Gedächtnis geblieben. Zwei ganz, ganz tolle Produkte. Beide, wie gesagt, welche, wenn es die hier einfach zu erstehen und zu einem guten Preis geben würde, ich wirklich regelmäßig einkaufen würde. Und auch, ich muss wirklich sagen, generell, dass ich fand unser erstes Essen, die veganen Produkte, war auch ziemlich witzig. Es war auch ziemlich durch, aber es war auch ziemlich witzig. Aber das war das für mich das Besondereste, weil du hast das wirklich richtig geil gemacht. Du hast dir richtig viel Mühe gegeben, richtig viel Liebe da reingesteckt und wirklich großartige Sachen gekauft. Schade, dass dieses eine, wobei vielleicht bin ich auch ein bisschen froh, dass wir es nicht mehr essen konnten und verschimmelt ist, aber weil halt auch so viele wirklich besondere Produkte von jetzt diesen Fundi-Christen und so. Das hast du ja sonst halt nicht bei so einem Test, sondern hast halt die üblichen Sachen, die du im Supermarkt bekommst. Von daher echt ein besonderer Test, auch so Highlights mit hier dem Star Wars Oreos und so. Da waren schon richtig viele geile Sachen dabei. Also ein richtig schönes kulinarisches Erlebnis heute, auch wenn ich jetzt ziemlich fertig mit den Nerven bin. Es hat richtig Bock gemacht heute, wirklich. Ja, vielen lieben Dank für die lieben Worte. Das ist auch schön, weil ich wirklich auch viel Zeit, kann ich mal sagen, da reingesteckt habe auf der Wikipedia-Seite von Canadian Cuisine, also kanadischer Küche, und immerhin Internetforen rumzugucken bei Produkten, wo ich mir wirklich sicher war und dachte, das ist kanadisch. Und am Ende stellte sich dann doch heraus, war es jetzt doch nicht. Aber so habe ich natürlich versucht, jetzt das bereitzustellen, was und das zu finden, was in irgendeiner Art und Weise kanadisch war. Und das freut mich, dass dir viel Freude bereitet hat. Mir hat es auch viel Freude bereitet. Ich hoffe, euch auch. Ich denke mal, wir machen jetzt ein Verdauungsschläfchen. Ja, wir haben noch, das kann man vielleicht schon mal noch vorwegnehmen, zwei Sachen, die noch aus deiner Kanadienzeit auf euch warten. Eine, die jetzt nicht nur damit zu tun hat, aber... Drei sogar. Drei? Mhm. Also einmal haben wir diesen Sonntag auf jeden Fall das Amische Spezial für alle, die uns regelmäßig unterstützen. Das ist, by the way, auch die beste Möglichkeit, um uns zu supporten, dass ihr uns bei Ko-fi und Patreon regelmäßig unterstützt. Und da bekommt ihr dann auch die Spezialfolgen. Und da wird Joshua diesen Sonntag was zu den Amischen erzählen, was dann natürlich jetzt nicht nur speziell mit Kanada zu tun hat, sondern auch allgemein einfach sich um diese Gemeinde dreht.
Und dann wird es ein Video geben, nochmal einen, auch ein besonderes Video, weil du hast ja die verschiedenen deutschen Gerichte oder vermeintlichen deutschen Gerichte. Das werden wir dann testen. Genau, da wird es noch ein schönes Video geben. Und was ist das dritte? Ja, das dritte ist... Ach stimmt, ja. Genau, es wird noch eine Folge geben, die sich mit Kanada auseinandersetzt. Da wird gerade, weil es auch ja einfach recht viel Arbeit ist, weil ich ja vor, jetzt im Gegensatz zu anderen Themen, jetzt einfach nicht so bewandert auch war mit kanadischer politischer Realität und Geschichte. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da werde ich aber auch nochmal gerade zu linken Themen dann auch kanadische Quellen persönlich konsultieren. Und da wird es auf jeden Fall, ist halt die Frage, ob es noch in diesem Jahr oder dann im neuen Jahr passieren wird. Wahrscheinlich im neuen. Mhm. Genau, wahrscheinlich im neuen wird auf jeden Fall auch nochmal eine Folge über Kanada kommen. Ja, also ein bisschen was erwartet euch da noch, aber ich glaube, das wird dann auch alles sehr vielseitig und auf, also dass wir nicht alles nochmal wieder neu wiedercoin, was wir heute in letzter Zeit besprochen haben, sondern wird sehr unterschiedlich werden. In dem Sinne, ich würde sagen, mit dem Geschmack von Ahornsirup auf den Lippen verabschieden wir uns für heute. Ja, vielen Dank für alle, die mit dabei waren, gerade jetzt bis zum Schluss. In diesem Sinne, Glück auf und gute Nacht. Glück auf.